Herzlich willkommen zur 77. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcasts. Wie immer zugeschaltet über das www. Unser lieber Alex. Hallo Alex. Hallo Clemens. Und ich bin... Hallo Clemens. Ja, Clemens. Hallo. Wir melden uns zurück Ende November. Die schönste Zeit des Jahres. Ja, das ist die Zeit, wo ich alle rumhusten und rumniesen. Achso, ja, ich bin auch verkühlt. Sehr, sehr. Und ich habe Geburtstag. Das ist das eigentlich das einzige Positive in dem Kackmonat. Ah, ja. Du hast erst am Montag Geburtstag. Montag habe ich Geburtstag, ja. Aber es ist November. Ja. Und du hast auch Geburtstag im November. Es ist November. Ja, also du bist verkühlt. Das hätte ich gar nicht mitgekriegt. Nicht? Wohl, man hört. Man hört es, ja. Ich weiß, ja. Das ist echt übel. Übel. Ich glaube, die Kinder sind schuld. Ich weiß es nicht. Was mir aufgefallen ist, ich meine, wenn man älter wird, dass Verkühlungen so viel länger brauchen, bis sie auskuriert sein. Na, finde ich jetzt eigentlich nicht. 2-3 Tage? Ich weiß nicht, bei mir ist das irgendwie so, früher war sowas in 2-3 Tagen erledigt. Mittlerweile hänge ich so eine Woche her oder sowas. Na, 2-3 Tage, also sagen wir so, die Verkühlung habe ich seit gestern. Gestern war Donnerstag. Und am Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich Halsschmerzen gehabt. Aber sonst nichts. Mhm. Und seit gestern ist die Verkühlung, das heißt, die Nase rotzt und die Augen tränen leicht. Und ich gehe davon aus, dass es morgen besser ist. Aha, okay. Ich hoffe es mal. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlimmer ist. Ich muss ja auf Holz klopfen. Denn ich war heuer noch nie krank. Ich war komischerweise, wenn ich so zusammenrechne, ich glaube, ich war die letzten 3 Jahre nicht krank. Ah. Na okay, letztes Jahr habe ich Corona gehabt im November. Nein, also ich hab's, also soweit muss ich sagen, ja, das, also ich war die letzten 3 Jahre nicht krank. Cool, das ist gut, ja. Ich meine, bis auch so wie Wehchen, die mit dem Alter kämen, aber ja. Das sind halt nur ein Altersleiden, das sind halt keine Krankheiten. Klassiker. Das, aber so, dass ich jetzt verschnupft, verkühlt, fiebrig war, das war ich eigentlich nicht. Verkühlt auch nicht, oder? Nein, nicht cool. Wirklich. Das ist... Also, ich muss auch sagen, es geht mir auch nicht ab. Also, es ist nicht so, dass man das braucht. Na, also, ich bin ja nicht scharf drauf. Nein, aber ich weiß nicht, vielleicht stehen manche drauf. Aber ich muss sagen, es war eigentlich letztes Jahr, war es eigentlich nur Corona und, Nebenhöhlenentzündung, ja. Nein, nicht Nebenhöhlen, Stirnhöhlen. Mhm. Und Corona und das war's dann. Und in diesem Jahr bin ich komplett, ich muss immer noch auf Holz klopfen, ich klopfe auf die Hörer, frei. Und ich glaube, ich bin der Einzige bei uns im Unternehmen mit 0 Krankenstandstagen. Eigentlich müsste man das ja ein bisschen mehr ausnutzen. Ja, sagen wir so. Na, aber ja, also finde ich gut. Bis auf jetzt den blöden Schnupfen, aber was will man sich erwarten bei einer Wetterlage, die jenseits von Gut und Böse ist? Ich meine, wir haben Ende November und ich glaube, heute waren es plus 10 Grad. In der Früh minus 2, am Nachmittag 10, zwischen 10 und 15. Jetzt ist bei uns gerade Sturm, während es in Salzburg in Mengen schneit. Fegt durchs Mölltal der Föhnsturm. Ja, Hammer. Also, mir wundert es, dass das überhaupt noch aufrecht gehen kann. Ja, sei froh. Ja, gut. So viel zu altersbedingten Krankheitserscheinungen. Ja, würde sagen, wir starten jetzt einfach einmal in den großen Spaß der Technikwelt. Haha. Hoho. Der liebe Clemens macht jetzt noch geschwind ein eine Kapitelmarke und kann immer noch nicht die Tastenkürzel zwischen
ich muss schon wieder mein Muskelgedächtnis von macOS auf Windows umstellen. Wir legen los mit einem E-Moped. Da Alex hat in den letzten Folgen das sehr, wie soll man sagen, eigenwillige Design vom Toyota Koffer-Moped vorgestellt. Das ist nach wie vor das, ist das beste Ding, was ich je gesehen habe. Ich habe was gefunden, was einem Motorrad doch ein bisschen näher kommt. Ja, aber da, ich sehe das gerade, da fällt da aber was. Tut mir leid. Was fällt dir da? Das ist so langweilig. Ich? Na. Das ist so, ich meine, es ist Retro, okay. Ja, eben. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das Design ist in meinen Augen hammermäßig. Ich mag so aus, weißt du, so ein Moped ist ja was relativ Fades eigentlich. Weil die schauen ja alle irgendwie gleich aus. Ja, genau. Und das Schöne war halt bei diesem Koffer-Moped oder was das auch immer war, es hat einfach ausgeschaut wie ein Koffer. Ja, aber auf deinem vorgeschlagenen Koffer-Moped bekommt man einen Bandscheibenvorfall und einen krummen Rücken. Und ich weiß nicht, welche körperlichen... Also vielleicht kriegt man den Physiotherapeuten ja mitgeliefert, das kann ja gut sein. Du, wie schon gesagt, Extravaganz hat immer seinen Preis gehabt, gesundheitlich oder monetär ist egal. Jedenfalls, Black Tea Motorbikes, das ist also ein deutscher Hersteller, hab zugegebenermaßen von ihnen noch nie was gehört. Die Abkürzung ist BTM, was ich ziemlich cool finde im Vergleich zu KTM in Österreich, naja. Jedenfalls haben die ein E-Moped vorgestellt, was so quasi ja, das einfache Moped mit unter 125 Kubik Klasse ablösen sollte, und zwar mit Akku. Und das Design ist, ja, das, ich finde schon nicht so außergewöhnlich wie ein rollenden Koffer, aber hat auch was. Nämlich ein sehr schickes Retro-Design in sehr schicken Retro-Formen. Also mir gefällt es sehr gut. Und es ist auch ein Moped, das ich theoretisch fahren dürfte. Hat einen 8 kW Motor. 8 kW sind umgerechnet wie viel? 11 PS, sowas in der Richtung, gell? Keine Ahnung, fragen wir nicht. Und Maximalgeschwindigkeit 120 km/h und eine Reichweite von 150 km. Preislich sind wir da allerdings... keine Ahnung, wo sind wir da preislich? Preislich sind wir da für das Top-Modell bei knapp 7.200 Euro. Was jetzt für ein einfaches Moped? Naja, was? Warte mal, da steht... So, für das Top-Modell mit, ja, mit zwei Akkus. Ja, aber ich weiß nicht, da gefällt mir das Koffer-Moped noch immer besser. Ja, du stehst auf Extravaganz. Ja, das andere, das erinnert mich so, das erinnert mich irgend so ans Militär so extrem. Was? Das schaut so militärmäßig aus, dieses Moped. Das Bonfire. Ja, extrem. Das schaut wirklich aus wie so, ja, wie so ein Militärmotorrad. Ich glaube, das ist eher Retro-Design. Ja, vielleicht von der Form her, gell? Das kann schon sein. Der grüne Tank, also Tank, ja, wo eigentlich der Akku jetzt drin ist. Ich meine, wenn mit denen durch Österreich fährst, beraubt die Clowns da das vom Bundesheer, damit sie was haben. Ja, aber wenn du mit dem Toyota-Moped durch Österreich fährst, klaut es das Bundesheer auch, damit sie was haben. Das ist vom Honda. Also. Ja, eh. Das stimmt natürlich. Egal. Okay, das ist wurscht. Das hast recht. Ja. Okay, na, mir gefällt's. Mir gefällt das Design. Also, wenn ich jetzt eigentlich, wenn ich auf ein Zweirad-Fan wäre, würde ich mir das sogar im Detail anschauen. Nur, ihr halt eigentlich nichts von Mopeds. Also. Ich fühle mich auf vier Rädern, ja, wohler. Ich bin jetzt,
Es ist doch halt, es ist halt auch komfortabler, weil wenn du bedenkst, du musst Schutzausrüstung anziehen, du musst einen Helm dauernd ausziehen und das ist ja irgendwie sehr, sehr mühsam. Dann bist du natürlich der Witterung voll und ganz Und den ausgesetzt. Autofahrern. Du bist den Autofahrern ausgesetzt, du hast Probleme, dass es einfach der Bremsweg ist, ist länger und schwieriger mit so einem Motorrad. Kurven fahren ist auch blöder, weil du nur zwei Räder hast. Umfallen ist gefährlicher. Umfallen Betrunken ist fahren sowieso. ist gefährlicher. Das ist mit allen gefährlich und sollte unter allen Umständen vermieden werden. Natürlich. Und ja, na, also ich bin jetzt, also na, ich bin von zwei Rädern. Das Fahrrad finde ich okay, aber so extrem motorisierte zwei Räder ist dann, glaube ich, nicht meins. Naja, ich würde jetzt sagen, es hat nicht einmal so viel mehr Power als ein starkes E-Bike. Ja, es fährt halt viel Ja, schneller. es fährt schneller, ja. Die Höchstgeschwindigkeit ist höher, ja. Ja, also das schaffst du beim E-Bike nicht. Nein, nein. Obwohl, ich gebe das sogar recht, bei diesen neuen E-Bikes muss man eigentlich wirklich sagen, der Motor ist zu stark. Dafür, dass es eigentlich mal dafür gedacht war, dass der eher unterstützend eingreift, können die Teile mittlerweile sehr viel. Ja, eh, aber es ist, also sie seien schon relativ, ja. Gut. Das ist schon nicht ganz ohne, ja. Okay, also das ist dieses BTM Bonfire, was weiß ich was. Genau. Ja, ich habe noch was Interessantes gefunden, interessant, aber mittlerweile hat sich sogar Apple von Twitter oder X oder die Artist formerly known as Twitter X oder was weiß ich, wie das dann alles da heißt mittlerweile, hat sich mittlerweile auch zurückgezogen und macht auch keine Werbung mehr. Apple, Wie Disney, IBM, ja, okay. Warner Bros., Discovery und IBM, also alle die schalten mittlerweile keine Werbung mehr bei X oder XX. Mir würde jetzt interessieren, wie viele Nutzer haben die jetzt eigentlich noch wirklich? Also ich weiß, es gibt genau richtig viele Rechtsradikale, Rechte, Konservative und Nazis, die sich da auf Und Bots wahrscheinlich nach wie und vor noch. Bots, die sich jetzt auf Twitter, X, Twitter, was auch immer feiern. Aber mir wird, sagen wir so, ich würde es jetzt nicht an den Nutzerzahlen festmachen, sondern ich würde jetzt einfach gern wissen, wie viel Tweets gehen oder Xs gehen da pro Tag noch raus. Sie legen Ja, ja vor keine allem, Zahlen offen, also von dem her. ich bin vor allem immer sehr, sehr gespannt, wie lange die diesen Betrieb noch aufrechterhalten. Hey, es gehört dem Herrn Musk privat, der wird es schon weiterfinanzieren. Da mache ich mir keine Sorgen. Der gibt sich nicht so schnell geschlagen. Nein, aber irgendwann erreicht man halt einen Punkt, wo das relativ teuer ist für etwas, was dann eigentlich tot ist. Ja, aber der gibt sich nicht geschlagen. Ja, man schauen wir mal. Na, der wird das einfach weiter finanzieren, ganz einfach. Der zahlt das aus eigener Kasse mit Geld, was er woanders verdient. Ja, so kann man auch Geld umverteilen. Ja, das ist reine Umverteilung und ja, was will ich? Er macht's weiter, er wird es machen. Weiter. Er wird jetzt einmal gegen die gegen Media Watch oder wie heißt das andere Unternehmen, das eigentlich das aufgebracht hat, dass antisemitische Werbung und Posts neben Werbung von Apple, IBM und so weiter platziert werden. Er wird jetzt einmal die klagen wollen. Das hat er eh schon angekündigt. Ah, Media okay. Matters heißen sie ja, genau. Ah, Das okay, heißt, er wird die einmal klagen. Er hatte eine thermonukleare Klage versprochen diese Woche. ja. Eine thermonukleare Ja, Klage. eine thermonukleare Klage hat er versprochen.
Das heißt, er wird einmal da drüber fahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass der seine merkwürdigen, hirnlosen Anhänger mobilisieren wird, um vor dem Apple Headquarter zu demonstrieren. Oder es ist aber so, die Anhänger, die sind eh zu jedem bereit, dass sie das Apple Headquarter stürmen, dass sie Disneyland stürmen und zerstören. Ich würde ihm und seinen Anhängern sehr viel zutrauen, sagen wir es mal so. Also die Schnittmenge Elon Musk und Donald Trump ist sehr hoch von gewaltbereiten Rechtsradikalen. Daher wird interessant. Ja, ich meine, gehen wir mal hoffentlich nicht davon Na, aus. natürlich nicht. Ich wünsche mir sowas nicht, aber ich glaub, der ist momentan in einer Phase, er würde gern die Welt brennen sehen, um seine Punkte durchzusetzen. Und ich glaube, er scheut jetzt nicht mehr wirklich vor etwas zurück. Ja, schauen wir mal, wie weit der Herr. Der Herr Musk noch treibt. Schwierig, aber der werte Herr ist leider sehr wahnsinnig geworden. Er war es vielleicht früher, Ja, das war. er war es wahrscheinlich früher schon, aber er hat jetzt die Reichweite. Ja, gut, das ist mittlerweile, es ist halt sein Spielplatz. Dieses Twitter oder X oder wie man es halt nennt. Aber ich mache gleich mal zweites Thema im Anschluss, weil es dazu passt. Okay, ja, passt. Und zwar, es ist wieder eines der berühmt-berüchtigten Versprechen von Elon Musk, der Tesla Semi oder was weiß ich, Tesla Semi-Truck. Haben wir, glaube ich, schon einmal gehabt, ist ja eher ein riesengroßer Reinfall. Also ist er von Leuten oder von LKW-Fahrern ziemlich auseinandergenommen worden, dass das Ding eigentlich ziemlich unpraktisch ist. Und das hat jetzt, glaube ich, auch Pepsi mit über seinere Modelle sozusagen, erkennt man das jetzt, dass die Reichweite nicht stimmt und was weiß ich, was noch alles versprochen worden ist und das eigentlich eher alles ziemlich traurig ist. Es geht sogar so weit, ich glaube, Tesla hat verboten, dass man über den Truck irgendwelche Erfahrungsberichte rausgibt. Was sehr überzeugend ist, dass das ein richtig gutes Gerät sein muss. Also Tesla unterbindet die Meinungsfreiheit. Okay, ja, gut. Ja, also du verstehst jetzt die Überleitung, weil bei X ist ja die ultimative Meinungsfreiheitsplattform. Natürlich. Also du siehst das richtig. Meinungsfreiheit ist dann lustig, solange es in deine Richtung Genau, geht. genau. Dann ist Meinungsfreiheit okay, dann auch nicht mehr. Und ja, und so geht es halt weiter. Und ein anderes Beispiel ist da. War das bei dir gerade das Geräusch? Ja. Ah, okay. Geht halt dann auch so weit, dass der Semi-Truck eine sinnlose Beschleunigung hat, die eigentlich in der Praxis so nicht benötigt wird. Also, dass du halt extrem schnell beschleunigen kannst, was jetzt mit einem LKW eher selten brauchst. Ja, auf der Überholspur Aber vielleicht. ja, aber es ist eher ziemlich. Sinnfrei. Was die Probleme, die großen sind jetzt vor allem die Reichweite, oder? Die Reichweite, ich glaube auch, dass das ganze Interieur ist nicht sonderlich bedienfreundlich, weil du sitzt ja in der Mitte von der Fahrerzelle und du kannst jetzt nicht, wenn du irgendwas bei einem Fenster, glaube ich, das haben wir schon mal gehabt, du kannst nicht beim Fenster einfach was raushalten, Papiere entgegennehmen oder sonst irgendwas. Ach, das war ja das da, ja, stimmt. Genau, das war das Thema, was wir schon mal gehabt haben. Also das Ding ist quasi anscheinend vom Messias persönlich designt worden und der wird halt in seinem Leben noch nie mit einem LKW weiter als 3 Meter gefahren sein. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich meine, mache ihn jetzt keinen Vorwurf, bin ich auch nicht, aber Na, na.
Aber vielleicht sollte man halt bei sowas eher Leute fragen, die davon Ahnung haben und die das im alltäglichen Einsatz benötigen. Ist jetzt vielleicht keine ganz so blöde Idee, ja. Hätte durchaus Hätte Vorteile. durchaus Vorteile, Also, ich kann mir schon erklären, warum Mercedes oder wie alle anderen Hersteller von LKWs heißen, bisher der Form treu geblieben sein, wie es ist. ein LKW muss halt praktisch sein und praktisch im Sinne von. Der Fahrer, der es bedient, muss sich zurechtfinden. Die Reichweite muss passen. Ja, ich glaube, da war ja auch die Geschichte mit den Displays. Es ist ja, glaube ich, alles wird mit Displays gesteuert. War das nicht auch das? Ja, da war mal was, ja. Oder das nur Touchscreens sein und was weiß ich was. Also, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber da waren ja ein Haben paar. natürlich LKW-Fahrer die größte Freude damit, wenn sie jetzt kurz irgendwas abgeladen haben und dreckig sind oder vielleicht irgendwo ein Teil getauscht haben oder irgendwas gemacht haben, hinten bei der beim Sattelzug hinten Öl noch gefettet haben oder noch gefettet haben, dreckig sein, sich gerade mit einem Durchmal abgewischt haben und dann mit den noch leicht öligen Fingern auf ein Touch-Display zu klicken, tippen, ist natürlich Hammer. Ist angenehm. Lässt sich ja super einfach reinigen während der Fahrt, ohne dass das Touch-Display die Reinigung gleich als Eingabe interpretiert und Scheibenwischer einschaltet. Ja, vor allem, es ist so praktisch, wenn du mal Arbeitshandschuhe anhast, dann versuch mal das Display zu bedienen. Was mich zum nächsten Punkt bringen würde, ja. Also tolle praktische Kleinigkeiten. Gut. Ja, Übel. also ja, das haben wir abgefrühstückt. Gut, dann. Jetzt haben wir eine Bitte. Grundsatzdiskussion und ich würde dich dazu einladen, auch deine 20, zwei Meinungen dazu zu geben oder eine Meinung dazu zu haben. Nein. Erstens einmal schöne Nachricht für dich. Game the Diver ist nominiert worden für das Indie-Spiel des Jahres 2023. Dave the Dave Diver, the ja, Diver. das ist gut. Gell? Cool. Dave the Diver stammt von einem der größten südkoreanischen Publisher und Studios. Ja, ich meine, ich habe das davor, ich habe das kurz durchgelesen. Ja, es ist schwierig, weil mein Indie-Spiel war halt bisher so, glaube ich, definiert, dass man gesagt hat, es kommt von einem kleinen Entwicklerstudio. Von einem kleinen, unabhängigen Entwicklerstudio. Ja. So, jetzt ist halt die Frage, ich meine, es Game an sich ist sicher, fällt sicher in die Indie-Kategorie, weil es eher nicht so das typische Gameplay Genau, ist. das ist mein. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich meine, ja, Steht es ist halt. Indie für ein kleines. Für ein Spiel eines unabhängigen Independent Studios mit 5 bis 10 Leuten oder steht Indie für ein Spiel, das ein Konzept hat und Storyline und eine Grafik, die für sich so außergewöhnlich sind, dass es nicht zu den klassischen AAA-Titeln passt? Es ist jetzt echt schwierig, oder? Ist Indie beides? Aber man muss sich langsam, Ja, glaube ich, auf irgendwas einmal festlegen, weil. natürlich, das ist jetzt immer so eine Sache. Bei so einem Game Award ist es natürlich auf der einen Seite unfair, wenn du als kleines Studio mit einem riesen Studio konkurrieren musst. Natürlich, eben, ja. Macht es natürlich nicht leichter. Aber ja, die Frage ist halt, was bewertet man in dem Fall? Ist es die Idee oder das Konzept oder ist es Studio, das dahinter steht, das Entscheidende? Genau, das ist auch das ist die große Frage. Und die Sache jetzt bei Dave the Diver ist,
große Diskussion in der Welt der Gamer. Und Studios und Kleinstudios und Großstudios und überall. Es ist jetzt zumindest einmal eine Diskussion entfacht, was ist eigentlich Indie? Und wenn man es jetzt, also in meinen Augen, wirklich ganz eng auslegen will, dann ist Indie für mich die Kombination aus beiden. Erstens einmal ein unabhängiges Entwicklerstudio, das nicht an einen großen Publisher gebunden ist, sondern Selbstvermarktung macht, ist heutzutage ja kein Problem. Und ein Spiel mit einem an und für sich Spielkonzept, das so noch nie da war. Und das ist ja das Nächste. Wie will man das überprüfen? Weil ein Spielkonzept, das da so nie da war, Dave the Diver hat genauso gut online bei diversen anderen Spielen und Genres. Würde ich halt vermuten. Daher würde ja auch mein Vorschlag wahrscheinlich nicht funktionieren, weil etwas, was noch nie so da war, mittlerweile haben wir so gut wie alles gehabt, würde ich sagen. Es ist schwierig. Ich weiß es nicht, man könnte, ja, das ist jetzt eine Frage, gibst du jetzt her und sagst, du vergibst zwei Indie-Preise, einmal quasi Indie-Game nach dem Konzept und einmal bestes Indie-Game von einem kleinen Entwicklerstudio. Nur frage ich halt mich dann, ob das noch wirklich Sinn macht, weil... Es könnte theoretisch auch EA oder Ubisoft ein Indie-Spiel rausbringen. Ja, klar, ich meine, können sie, ich meine, haben sie es schon ab und an einmal gemacht. Ja. Also, es wird da im Artikel eher ein Spiel von Microsoft genannt, das was Pentiment ist. Und das ist definitiv, das ist eigentlich ein Indie-Game, kann man sagen, weil das hat nichts mit einem AAA-Title zu tun. Ich würde zum Beispiel bei EA auch so eine Spiele... bei Ubisoft so eine Spiele reinnehmen, wie zum Beispiel Far Cry Blood Dragon. Das ist eigentlich ein Spin-Off von, glaube ich, Far Cry 4. Zumindest von der gar nicht. Es ist ein eigenständiges Spiel, aber spielt in einer komplett abgedrehten, postapokalyptischen Steampunk-Retro-Welt. Und ist sowas von komplett, von der Storyline, von der Erzählung, von so komplett abgedraht und nimmt sich absolut nicht ernst. Und ist eigentlich eine Persiflage auf 80er-Jahr-Trash-Action-Movies. Zum Beispiel würde sogar das für mich unter ein Indie-Game fallen. Weil es bringt etwas, was es davor so nie gegeben hat. Es ist zwar ein Shooter, ein Open-World-Shooter, aber mit einer komplett überdrehten Storyline und einer... Ja, deswegen ist schwierig. Das ist für mich schwieriges Thema. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich keine Antwort finden, wo alle glücklich sein. Also, ich meine, ich habe jetzt nicht deshalb weniger Spaß an Dave the Diver gehabt, weil es ein großes Studio entwickelt hat. Das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Es ist ja zum Beispiel sowas. Kennst du es zufällig? Cuphead. Cuphead ist super, ist grenzgenial. Ja, das ist auch, es ist halt, es ist, im Endeffekt ist es ja auch nichts Neues, es ist ja ein Plattformer, aber halt in einer sehr coolen Grafik. In einer sehr coolen Grafik und bockschwer, es ist halt auch vom kompletten Ding her komplett was Eigenes, also echt, es kommt aber zumindest von einem kleinen Studio, aber wer ist... Ich finde diese ganzen Awards und ich finde die Dinger ja sowieso, ich finde die ja sinnlos. Ja. Mir ist aber schon klar, es geht bei diesen Awards dann immer um Verkaufszahlen, um Geld etc. Ist schon klar. Also mache ich mir nichts vor. Game of the Year Award kannst du dich wahrscheinlich freuen, dass du ein schönes Körbergeld verdienst. Genau. Also von den her weiß ich schon, warum es interessant ist und warum natürlich
kleinere Entwickler und kleinere Entwicklerstudios halt nicht gern mit so einem Studios in der Dimension konkurrieren müssen. Dann müsste man eigentlich wirklich statt den Game Awards wirklich etwas in, ins Leben rufen, was man eher die Indie Game Awards nennt und da die Spielregeln auch entsprechend abstecken. Ja, wenn du da sagst, okay, aber da müsstest du eigentlich auch aus Fairnessgründen so machen, dass du einfach sagst, das Budget darf für das Spiel eine gewisse Summe nicht überschritten haben, was die Entwicklung gekostet hat. Ja. Weil ich würde jetzt sagen, ich würde es auch unfair finden, wenn zum Beispiel Dave the Diver, wenn die das ausgelagert haben in ein kleines Entwicklerteam und wenig Entwicklungskosten waren, warum sollten die nicht mitmachen dürfen? Genau. Weil schlussendlich, wenn es halt nah da fünf Leute waren und ja, das war aus, das ist ausgegliedert und belegbar, dass das nicht mehr gekostet hat, finde ich das eigentlich vertretbar. Und da als Vergleich haben sie ja zum Beispiel auch Baldur's Gate 3 gebracht, weil das ist zwar ein großes Studio, hat 450 Mitarbeiter, sind aber komplett unabhängig von EA, Ubisoft, Bethesda oder wem auch immer. Ja. Ist das A schon Indie oder ist es nicht Indie? Das Spiel ist doch jetzt nichts, was man als AAA-Titel bezeichnen würde, aber wenn es qualitativ zumindest das Level hat, wobei qualitativ hochwertige AAA-Titel sucht man eh mittlerweile recht selten. Siehe wie heißt's? Starfield? Star Citizen gibt es ja noch nicht. Stimmt, das ja, passt schon. Starfield, oder Cyberpunk. Ja. Wobei, Cyberpunk könnte man theoretisch auch dazu mit aufnehmen, weil CD Projekt Red ist ja auch ein unabhängiges Entwicklerstudio. Gut, sein aber jetzt nicht mehr ganz so klar. Und sie sind Entwicklerstudio und Publisher zugleich. Also und mit Good Old Games haben sie quasi eine Steam-Konkurrenz. Also die sind alles andere als klar. Ja, ich meine, gut, Steam-Konkurrenz ist schwierig, weil Steam ist wahrscheinlich der absolute Platzhirsch in dem Bereich. Ja, also, aber ich würde Good Old Games relativ weit vorne verorten, im Vergleich zu Epic Games Store, Ubisoft und EA Store oder wie das ganze Kraffel heißt. Ja, ich weiß ja nicht, gibt es da überhaupt noch alle von dem, was du gerade aufgezählt hast, oder sind da viele schon wieder eingestampft Epic worden? Epic gibt es, Ubisoft gibt es, EA habe ich gar nicht installiert, aber in Epic Games Store und in Ubisoft, keine Ahnung, wie das heißt, habe ich drauf, ja. Sehr gut. Ja, es ist eine schwierige Diskussion. Es ist eine Grundsatzdiskussion, es ist gleich die Grundsatzdiskussion Hollywood-Filme versus Independent Movies, die, keine Ahnung, wie heißt das große Filmfestival, wo Independent Movies vorgestellt werden. Cannes ist zum Beispiel ja eins, dann gibt es ja noch das in den USA. Es ist ja zum Beispiel so, dass Disney bzw. Fox gibt es ja als 21st Century Fox und Fox Spotlight. Fox Spotlight ist jetzt quasi der die Geldgeber für Indie-Filme. Aber wo zieht man dann die Grenze? Weil dann ist es ein Independent-Film, der zwar von Fox Spotlight co-produziert oder co-finanziert worden ist. Fox Spotlight kehrt zu Fox, Fox kehrt zu Disney, und dann ist es eigentlich ein Disney-Film. Dann ist es kein Independent-Film mehr. Das ist, bei den Filmen ist es genau dasselbe Problem. Wo zieht man nur die Grenzen? Werden wir ja nicht wissen. Das ist richtig. Ist ein Wes Anderson-Film ein Independent-Movie? Weil er fernab vom klassischen Hollywood-Blockbuster-Kino, zumindest vom Style her und von der Erzählweise her, ein Wes Anderson-Film ist kein Transformers- oder Avengers-Film. Ja, Wes Anderson wiederum ist ein Name mit einem fucking Big Budget dahinter. Das ist richtig, es ist halt das, ich meine, heuer war es ja zum Beispiel bei den Oscars so, dass Everything Everywhere All at Once relativ viel gewonnen hat und das hat halt alles erfüllt, das war halt klassisch Indie. Kleines Budget,
kleine Studio. Keine großen Namen bei den Schauspielern. Ja, wohl auch ein großer Name war Wer? dabei. Die Jamie Lee Curtis, glaube ich, war dabei. Ja, aber die 80er Jahre sind schon lang vorbei, also von dem her. Ja, die kennt man aber Ja, man trotzdem. kennt sie, ja, stimmt, ja. Also die, ja, also von denen, aber das meine ich damit, da war es halt einfach, das war alles Indie, kann man Ja. sagen. Hat aber abgesandt. Hat abgesehen, das war relativ leicht da. Wobei bei die Oscars ist schon wieder. Die Oscars sind ja nicht unbedingt die Veranstaltung, wo die Obermega-Blockbuster ausgezeichnet werden. Also an irgendeinen Marvel-Film hat man da noch nie gesehen. Was ich Zumindest jetzt nicht bei den kann. großen Preisen. Ich rede jetzt nicht von den Technikpreisen. Visual Effects und das ganze Zeug. Ach so, ja. Na, ist schon klar, ja, da hast recht. Andererseits, Avatar hat auch weiß Gott wie viel Oscars gekriegt und. Aber gut, eher in die technischen Kategorien wieder, gell? Ich weiß es nicht, ich hab den Film Ja, nie ja, nicht, gesehen, ne? Keine Ahnung. deshalb kann ich nicht mitreden. Ja, gut, schwieriges Thema. Im Film. Schwieriges Thema, ich finde aber auch, mir ist es insofern, das ist zum Beispiel mir vollkommen egal, weil ich will einfach gute Spiele haben. Genau. Also mir ist dann wurscht, ob das von EA, von Blizzard oder sonst wen kommt. Ich meine, bei Blizzard ist die Wahrscheinlichkeit mittlerweile relativ Ein gering. gutes Spiel zu kriegen, ja. Das wird Ja. schwer. Aber ich sage, prinzipiell ist mir egal, von wem das kommt. Das stimmt. Ja. Mein. Also da bin ich jetzt pragmatisch und da sage ich, in dem Fall tritt ich eigentlich als reiner Konsument auf und sage, der, was mir das beste Spielerlebnis bietet, der kriegt mein Mein Geld. letztes positives Spielerlebnis ist von einem der größten Studios der Welt gekommen. Das war Assassin's Creed Mirage von Ubisoft und das war in meinen Augen eines der besten Spiele der letzten Jahre. Ist okay, Eben, ja. sage ich, das passt dann. Eben, das Das passt ist, dann, das ja. sage ich, dann sage ich, dann lobt man sogar Ubisoft in dem In dem Fall. Fall kann man es sogar mal loben, ja. Ja, ist okay. Also verstehe, dann passt es. Ja, also ich weiß, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich werde mir vielleicht irgendwann einmal Assassin's Creed Mirage auch anschauen. Ja. Ich meine, es war so schön gewesen, wenn sie es Assassin's Creed Schmirage genannt hätten. So, Alex, nächstes Thema. So wollte Alex blödeln anfangen, hüpfen wir weiter. Oi. Oh, der strenge Lehrer heute. Ja. Endlich ist der Humane AI Pin heraus, also wir haben ihn eh schon mal vorgestellt. Ja. Linus Tech Tips war nicht sehr begeistert darüber, dass er das Ding testen muss. Aber nicht sehr begeistert, dass er es testen muss. Wieso? Naja, er wollte es eigentlich, er muss es testen bei seiner Reichweite, aber er hat es eher so abgestempelt, als dass das ziemlich sinnlos ist. Mhm. Ich meine, ich finde, The Verge hat es relativ kulant geschrieben. Magst du mal zusammenfassen? Du hast jetzt scheinbar ein bisschen mehr Naja, Hintergrundinfos, es ist wie jetzt, das also das ankommt. Gerät oder dieses Device ist jetzt so, das wird durch einerseits dieses, ich nenne es jetzt dieses Quadrat, wo das Mikrofon und dieser Laser dran Das ist ist. etwas, was man sich Da ans ist, Anzug ranpinnt mit einem Magneten hinten drauf. genau, der Magnet ist auf der Innenseite von deinem Pullover, von deiner Jacke oder Ja. sowas. Ich glaube, das ist auch der Akku, das heißt, das ist nachher dass das so ausbalanciert ist, dass das nicht zu schwer ist. Ja, du brauchst dann, glaube ich, es steht da, glaube ich, auch drin, was es kostet. Also ich glaube, es kostet 700, $600 oder sowas. Plus, es ist auch noch Abo-Gebühr zu zahlen. Da ist aber, glaube ich, die ChatGPT Plus-Version dann dabei. So, warte mal. Also in komplett schwarz kostet 6,99. Dann ist er 24 Euro pro Monat Subscription, muss abschließen. Und
Ja, dann kann man sich fragen, wie das halt ist, weil ich meine, es steht da in dem Word-Artikel drinnen, ein Display ist halt einfach immer irgendwie was Nettes. Ja, also für mich erschließt sich der Sinn von dem Gerät bis jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil ich wüsste nicht, was kann ich damit nicht mit Hey Siri machen. Was eine. Einerseits ist das etwas, auf das ich als Star Ja, Trek-Nerd ich habe jetzt gewusst, dass du das sagen wirst, seit dass du Ewigkeiten wart. So wie ein Smartphone ist ja etwas, worauf ich als Star Trek-Nerd gewartet habe. Ich habe schon in den in den 90ern, Anfang 2000, da habe ich mir schon gedacht, sowas wie ein Smartphone, so wie ein iPhone, das wird kommen oder Android, was auch immer. Das ist für mich das nächste Level. Allerdings sehe ich keinen großen Sinn, erstens einmal in dem merkwürdigen Beamer, der da verbaut ist. Das will ich nicht haben. We Na, das. Warum? Warum? Na, mein Ding ist es, ich will alles vollkommen voice assisted haben. Ich will sagen, was ich will. Das Gerät soll mir antworten. Wenn ich durch die Stadt navigiere, will ich, dass das Gerät sagt, ich sage einfach, du, ich will jetzt dort zum H&M in der was. Sag mal nächsten H&M. Sag mir, wo ich hingehen soll. Und dann will ich gehen. Und das Gerät sagt, oh, Achtung, vorne bei der Ampel dann rechts. Vorne dann links. Da geradeaus, da über die Straße drüber. Fertig. Ja, das kriegst du im Moment nur über dein Smartphone und deine Genau. Kopfhörer. Was anders geht im Moment. Also ich kann mir nicht vorstellen, weil A, das hat einen Lautsprecher, das Gerät. Weil wie willst du sonst mit dir kommunizieren? Die kann das. Die macht das. Ja, das Ding ist ja Ich so. sag, was ich will. Gib ein, den Pfad. Es vibriert, wenn ich der Kreuzung nahe komme. Schau hier drauf. Okay, rechts abbiegen. Fertig. Links abbiegen. Wurscht. Keine Ahnung. Seitenverkehrt. Jedenfalls, das ist ein cooles, nettes Gimmick. Ich sag's, sicher was für Early Adopter, denen dann. Denen dann in der Hose was abgeht, wenn sie das Teil haben und sehr viel Geld für das Teil und das Abo gezahlt haben. Nur wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich sein müssten und wo wir technisch eigentlich schon sein könnten, würde ich sagen. Ich will einfach ein Gerät haben, das erstens einmal komplett integrierte Stimmerkennung und Stimmsynthese und Ausgabe hat, ohne ermöglicht, das muss ja mit dem iPhone ja noch, mit irgendeinem Phone ja noch gekoppelt werden, oder? Oder hat das alles built-in? Also was ich so mitgekriegt habe, ist das nicht der Ah, Fall. okay, ja gut, immerhin etwas. Aber ich will es haben, dass das Gerät so intelligent ist, so gebaut ist, dass ich unabhängig von allen anderen Geräten mich auf das hier verlassen kann und fragen kann, was steht auf meiner Einkaufsliste? Und das sagt mir, was steht auf der Einkaufsliste. Ja, gut, Sag mir aber die ersten das. fünf Dinge auf der Einkaufsliste, dann Holiday. Dann Aber sag mir die nächsten fünf jetzt. Dinge auf der Einkaufsliste. Aber jetzt ganz ehrlich, das kannst du mit deinem Smartphone auch machen. Das muss ich dann immer aus der Hose nehmen, oder ich muss nicht auf die Uhr Ja, aber schauen. das. Vergiss es. Na, ich glaube schon, dass Naja. es das da, was kommen wird, nur nicht so. Ich warte Na, darauf, vor dass allem Apple sowas ist. ausprägt und die machen es dann Na, richtig wahrscheinlich. ja, aber jetzt musst du dir das eine vorstellen, wenn jetzt jeder im Supermarkt stehen wird. Hey, was steht denn auf meiner Einkaufsliste? Ja, auf deiner Einkaufsliste, ja, auf deiner Einkaufsliste, ja, auf deiner Einkaufsliste steht das, da rasch ja durch. Drast du durch? Das ist das, das Ja, ist als würde das wenn ich. ist als würdest du zu zweit einkaufen und der Nein, ich meine, Einkaufsbegleitung du, fragen, was steht auf stell der dir jetzt vor, du, Einkaufsliste? jeder im Geschäft hat Ja. das. Da rasch ja durch. Siege jetzt kein Problem. Na, glaube ich nicht. Aber was ich habe, ich Also, will eine draufdrucken.
Ja, okay, gut, das kann man schon machen. Irgendeinen Trigger braucht man, okay, weil sonst geht das Teil so wie Siri die ganze Zeit von allein los. Aber Ja, aber da fangst du dann an und dann denke ich mir, wenn ich da jetzt schon draufdrücken muss, da kann ich gleich das Smartphone aus meiner Hosentasche rausziehen. Weil Lesen ist halt immer angenehmer, vor allem Lesen ist auch schneller, als bis das Klumpert mir gesagt hat, was ich einkaufen soll. na, du hast die Hände frei. Für Für was? alles andere, für Melone und der Kürbis, keine Ahnung. Ich habe einen Ja gut, aber dann kann Einkaufswagen. man es auch nicht aktivieren. Ja, eh, ich meine damit, es ist kupft wie gesprungen. Das Ding vereint eher mehr Nachteile in ein Gerät auf komplizierte Art und Weise. Na. Ja, du bist ja selber unzufrieden mit Siri. Ja, ich hätte gerne mal eine Siri, die funktioniert, ja. Ja, eben. Mittlerweile iOS, was war es letzte? 15, 14, 16, 17? Keine Ahnung, aktuelles iOS funktioniert es wieder besser. Na schau. Aber. Ich meine, ich sag da ganz ehrlich, ich habe ja so, wie heißt so Alexa zeigt da, so ein Echo Dot oder was weiß ich was. Ich verwende es ja mittlerweile gar nicht mehr, weil es mir eigentlich mein Leben nicht wirklich erleichtert. Weil ich mir denke, ja, okay, das, was das Ding kann, das kann ich mit meinem iPhone auch machen. Da sage ich, hey Siri, stell einen Timer auf 10 Minuten. Na, da, ja gut, ich verwende Echo dort anders. Sag einmal, wie du ihn verwendest, weil ich habe eigentlich, ich wüsste nicht mehr, für was ich ihn Also verwenden ich soll. verwende Echo dort, ich habe nur da bei mir im Homeoffice-Spielezimmer. Und da ist für mich der Echo dort zum Beispiel die Schaltzentrale für die Geräte aus- und einschalten. Ich sage einfach, Alexa, schalte Na, Fernseher sag's ein. jetzt nicht. Ach so, okay. Dann schaltet sie den Fernseher ein. Au, das war jetzt keine gute Idee. Alexa, Fernseher ausschalten. Das war keine gute Idee, weil der Fernseher hängt auf dem PC. jedenfalls, bist du noch da? Okay. Ja, ich bin Ja, noch da, war mein ja. Monitor nicht mehr. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Jedenfalls, oder die Computer aus- und einschalten, Drucker aus- und einschalten. Wenn ich im Homeoffice arbeite, sage ich zu Alexa, sie soll mir, sage ich einfach Guten Morgen. Dann kriege ich erstens einmal die aktuellen News von Ö1, die Wettervorhersage, die aktuellen News von Kärnten. Und dann spielt es automatisch FM4. So habe ich mal da das Ding eingestellt. Also, das ist also Morning-Routine. Ist okay, ja. Und halt sonst noch ein paar so Kleinigkeiten. Es ist aber kurz sagen, wie das Wetter wird, einen Timer setzen und so weiter. Aber das, wie gesagt, das mache ich nur da, also im Homeoffice. Ich habe es noch nicht im ganzen Ja, Haus. habe ich auch mal gehabt, das, was du so eingestellt Ja. hast. Ich habe es dann aber wieder mal umgebaut und habe es einfach ganz altmodisch mit Kippschalter gemacht. Und ich sag ganz ehrlich, ja, es reicht mir damit. Okay. Also, ich hab's ungefähr genauso gehabt wie du. Weißt was ich bin da in die Küche gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht, habe dann gesagt, bla bla bla, guten Morgen. Und dann ist das alles Genau, losgegangen. ja. Und da habe ich irgendwann hab ich gedacht, brauche ich das? Und da habe ich es einfach weggetan wieder. Für mich funktioniert es so gut. Also, Es ist okay, also das dann ist für haben, mich aber der Einsatzzweck von dem Teil. ja, Beziehungsweise, das wäre für mich dann der Einsatzzweck von Apple, wie heißt es, HomePod, weil ich würde die Alexa gerne, nicht die Alexa gerne ersetzen dadurch, weil ich jetzt nicht einfach unterschiedliche Ökosysteme da miteinander verheiraten will. Was ein bisschen mühsam ist, HomeKit. Sachen in Alexa integrieren und Home Assistant Sachen und bla. Deswegen, ich hätte gerne alles ein bisschen mehr aus einer Hand und nicht über drei Ecken.
Aber so funktioniert es für mich ganz gut. Und ja. Okay, also ja, das ist für mich die einzige Routine, was ich mittlerweile festgestellt habe, was man damit machen kann, Sonst weil beim Eierkochen sage ich Siri doch bitte Timer auf 6 Minuten. Ja. Das meine ich damit, weil ich will ja nicht in jedem Raum so ein Ding da Dann stehen sage ich es haben. meiner Uhr oder ein Handy. Eins von beiden habe ich immer dabei. Ja, ich sag sogar, ich habe zum Beispiel beim Wecker, ich habe noch einen ganz altmodischen Wecker. Weil ich finde, das ist irgendwie sympathischer. Okay. Meine, ich habe auch die Wecker auf mein iPhone gestellt, das ist nicht das Problem, aber ich finde diesen Ja. klassischen Oldschool-Wecker. Nein, ich habe wohl auch einen, ich hab einen Oldschool-Lichtwecker und. Also, Ja, habe ich ja. auch. Der war günstig, macht was er soll, fertig. Ja, vor allem, meiner hat eine Funkuhr, dass ich nicht umstellen muss, weil das würde ich wahrscheinlich vergessen. Aber Ja, gut. sonst, ja, also da. Na, also ich kann mir aber bei den Pin da oder was das ja immer sein soll, ich sehe den Anwendungszweck Ich sehe nicht. da extrem viel Anwendungsmöglichkeiten, nur glaube ich nicht, dass so das Teil, so wie es da ist, das erfüllt, wie ich es gern hätte. Nämlich, es Merk. wird nicht besser sein wie Offline-Online-Siri. Es kann nicht besser sein wie Online-Alexa. Es hat ein Gimmick, das ich vollkommen sinnlos finde, nämlich diese Kamera. Nein, Alexa. Also diesen Beamer, den ich für absolut nicht notwendig erachte. Ja, das ist ein Laser, das Ja. ja, na wohl, weil sonst kannst du gewisse Informationen nicht darstellen. Ich will ja keine Rockstelle kriegen. Ich will, dass mir das Teil das sagt. Ja, na, ist schon klar. Jetzt hast du zum Beispiel, ich weiß nicht, wo haben sie diesen Button, das haben sie ja mal gezeigt, für was sie den Laser da verwenden. Da ist ja dann wirklich irgendwas zum Drücken gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe es auch schon wieder aufgeben oder ignoriert oder was weiß ich was. Ich hätte gerne mal eine Übersicht, was sind die technischen Spezifikationen? Wie lang hält der Akku? Ist es etwas wie bei Uhr, wo sie alle 2 Tage spätestens laden muss? Hat das ein eingebautes GPS? Hat das theoretisch eine Möglichkeit, über eSIM auf andere Ressourcen zuzugreifen, auf andere Applikationen? Ich meine, ich vermute, es ist mit dem Internet verbunden, weil sonst würde es nicht gehen. Das weiß ich eben nicht. Ich keine Ahnung. Wenn du jetzt sagst, es ist ein Build in AI mit ChatGPT 4, dann wahrscheinlich 4 Plus, ist nein, oder 3,5 Plus, keine Ahnung. Large Language Model, das bringt man theoretisch auf die Größe von so einem Teil Obi. Das ist gut, das funktioniert. Und kann theoretisch auch auf einen guten ARM-Chip skalieren und laufen. Auch gut. Alles möglich. Perfekt. Aber ich habe Drittanbieter-Applikationen, zum Beispiel meine Einkaufsliste mache ich mit Bring und oder mit der neuen Einkaufsliste in Reminders im iPhone. Gibt es so eine API, dass das Teil auch darauf zugreifen kann? Brauchst du eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone, um sich die Informationen abzuholen? Dann hast du wieder eine Lags. Es wäre cool, wenn das etwas wäre, was in ein bestehendes Ökosystem eingreifen kann, richtig. Was ich meine? Ja, na vor allem, ich Wenn sehe das da. ein Android oder ein Apple Ding wäre, wo man es viel mehr noch verzahnen kann und wo du nachher wirklich alle Möglichkeiten hast, die dir offen stehen. Apps Also draufhauen, ich. andere ein Also ich habe da Pulsmesser das und jetzt so, ja. ich habe da das jetzt geschickt, die technischen Details. Also es hat Bluetooth. Ja. Du kannst damit Headsets und Speaker verbinden. Ja.
Es hat GPS, es hat GLONASS, es hat Galileo, es hat Baidu, es hat Wi-Fi Positioning Also System, es hat hat so ein GPS. Broad ein Ja. Qualcomm-Chip drinnen, der kann alles. Ja, vollkommen richtig, genau, ja, das hast du richtig Echt, stimmt erkannt. das, oder? Hat dann Octa-Core Qualcomm Okay, Snapdragon ja, drin, nachher ja. ist bei du und das ist alles klar, ja. Okay. Ja, ja, das glaube ich, wird der einzige Hersteller sein, der dir so einen Chip liefern kann. Ja. Vor allem der so wenig wahrscheinlich Watt Ja. braucht. Das Ding hat Human Wireless Service connected bei T-Mobile, also das heißt, da ist eine LTE oder 5G-Verbindung Ah, dabei. okay, cool. Okay, ja. Dann fällt mir das Ökosystem. Es hat sogar eSIM. Natürlich über einen Qualcomm ist das auch Ja, natürlich, möglich. ja, stimmt. Was allerdings jetzt witzig wird, ist, dass das einen eingebauten Akku hat und dann so ein Powerpack, das man hinten zubestecken kann, wie du das von MagSafe vom iPhone kennst. Ja, ich sag halt, frage mich halt nach wie vor, das Ding mag ja vielleicht für 15 Minuten ganz nett Was wiegt sein. denn das? Steht irgendwo ein Gewicht? Ja, warte mal, ich schau Und jetzt gerade, nicht das in steht Unzen, da sondern in. in einer richtigen Einheit. Nein, nein, der iPin hat 34,2 Gramm und das, der Battery Booster 20,5 Gramm. 60 Gramm. Wenn du beide gleichzeitig verwendest, ja. Du wirst beide verwenden müssen. Weil der Battery Ja. Booster ist ja der Magnet, damit es überhaupt auf deiner Kleidung hält. Na, es gibt einen Clip, Ah, kannst du okay, kaufen. cool. 60 Gramm. Was hat bei mir 60 Gramm? 60 Gramm auf ein T-Shirt. Hat das 60 Gramm? Na, wahrscheinlich hat es mehr, gell? Ich hab keine Ahnung, ich könnte da jetzt nicht sagen, wie Das viel. ist ein Locher, Also, ein Tacker, Entschuldigung. ich sag so, wenn ich mal zum Beispiel eine Portion Nudeln mache, mache ich mal 100 Gramm Nudeln. Das Okay. wäre ungefähr die Hälfte davon. Will man sowas flatternd am Gewand haben mit dem Gewicht? Ich weiß es Also, nicht. Das müsste man probieren. ich kann es mir beim. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil vor allem jetzt muss ich auch noch Gesten lernen, damit ich es bedienen kann. Ja. Also Tap and Hold for AI Mic Input. Double Tap for Answer and Call. Double Tap for Start and Stop Music. Swipe left, swipe right, so previous next track. Drag up, drag down for Volume. Non two finger gestures. Tab and Hold for Translation, das heißt, da muss ich mit zwei Finger drucken und Double Tap for Photo. Und vor allem Fotos aus Brusthöhe geschossen müssen genial sein. Vor allem, ich wünsche da viel Spaß beim Fokus finden. Ja, das macht das schon automatisch. Also Na, es. eingebaute Kamera finde ich an sich ja eh. Na, vor allem, das ist praktisch. Jetzt kannst du mit den Laser so zeigen, dass siehst, wo das ungefähr hinpointet und dann kannst du doppelt drucken, damit der Foto gemacht wird. Super Das eben, praktisch. das ist etwas, was ich nicht will. Okay, dann macht der Laser in dem Sinn aber eh wieder Sinn. Aber ich könnte theoretisch das da zu meiner Brust so halten, so. Und kann sagen, okay, mach ein Foto, nachher fokussiere es. Und ich will sagen, mach ein Foto. Und dann analysiere mir den Text oder übersetze mir den Text. Fertig. Ja, aber das, du war zum Beispiel jetzt ein simples Beispiel. Du hast ja sicher schon mit dein Smartphone eine A4-Seite eingescannt. Ja, sicher. So, probier das einmal ohne Display. Also, das zeigst du mal mit deinem AI-Pin, wie der das machen soll. Also das meine ich, Mit dem das Laser, sollen so. zeigt er halt die Crop-Marken dann links, rechts, oben, unten Ja, an, aber. richtig, weil der Laser mir das anzeigt, da bin ich mir ganz sicher. Okay. Zusammenfassend, du sagst, kompletter Also, sinnloser Wahnsinn, braucht niemand. für mich fällt das, für mich, das ist ja das, das ist noch schlimmer als eine Smartwatch, weil eine Smartwatch hat zumindest für einen gesundheitlichen Aspekt an Anwendungsfall. Aber das Ding,
ist ja für mich jetzt ganz ehrlich, wenn das bei Google irgendwo im Prototypenstadium in der Firma umgeistert, einfach zum Umspielen, würde ich es verstehen. Aber jetzt an, dass das ein fertiges Produkt sein soll, das sehe ich nicht. Wie gesagt, ich sehe das in dieser Ausführung auch nicht. Mir ist das noch zu wenig. Das meine ich damit, das ist kein fertiges Produkt. Das ist vor allem, weil selbst die Apple Watch oder die ganzen Smartwatches seien ja in das größere Ökosystem der Smartphones Genau, eingegliedert. ja. Weil es ist, ich meine, du kannst, glaube ich, mittlerweile auch, kannst auch Standalone die Apple Watch mittlerweile sozusagen benutzen, oder? Nee. Da geht noch immer, okay, gut. Würde, auch wenn es ginge, würde es Ja, es macht keinen keinen Spaß. Spaß Ich oder verstehe es Sinn ja. machen, weil Ich verstehe es. ja. Also, das Ding hat sogar Operating System, was Cosmos heißt. Ja, wird schon ein Android sein. Tja. Also, ja, okay. Also, ich sag so, da ich es für so sinnlos empfinde, muss es sich wahrscheinlich durchsetzen. Ja, Sagen wir es, wie es ist. na, es wehrt sich nicht durch. Ich glaube, das ist etwas, wo Apple und Google aufspringen werden. Später. Naja, sie haben es ja schon so gesehen. Sie haben ein Ökosystem und sie haben die Software und sie haben die Rechenleistung dafür. Ja, das haben sie. Nur den Ja. PIN, das sowas haben sie noch nicht. Na, sowas haben sie noch nicht. Die Frage ist aber auch, ob das für sie Sinn machen wird. Ich glaube, das hat man sich vor ein paar Jahren auch über eine VR-AR-Brille von Apple die Gedanken gemacht. Naja, die, sagen wir so, die war schon, die hat ja schon irgendwo, die ist ja was, die ist ja ziemlich neu. Aber das ist ja auch so eine Sache, da haben sowohl Apple und auch Google sind ja immer. Google hat mit Google Glass experimentiert, ist aus dem Versuchsstadion auch nicht wirklich ausgekommen, während andere einmal den Markt erforscht haben, was alles möglich ist und was die Kunden haben wollen. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Ding. Das Humane, das wird jetzt nicht allein bleiben. Da werden sicher solche Samsungs und Huaweis aufspringen und auch sowas in der Richtung rausbringen, Xiaomi. Dann werden Google und Apple einmal, glaube ich, und vielleicht sogar Amazon einmal schauen, was ist da möglich, gibt es da an Markt und dann, glaube ich, wird bei denen einmal so richtig loslegen in der Entwicklung. Und dann, glaube ich, das Ober-High-End-Premium-PIN, der nachher $2000 kostet, der wird nachher von sowas wie Apple kommen und die dann einmal wirklich die Latte hochlegen. Im Sinne von der Möglichkeiten, die man damit machen kann. Also nicht der Möglichkeiten, die man damit machen kann, das ist kein Satz, sondern. Ich sehe Sven genauso wie du, wie du es gesagt hast. Wenn möchte ich dann nur mal so einen PIN haben und das Ding soll dann so intelligent sein, dass das einfach mit mir eine normale Konversation führt und ich mich um den ganzen anderen Scheiß nicht kümmern Genau, ja. muss. Genau. Weil was will ich? Ich will ja nicht wieder Gesten lernen oder sonst was. Genau, ich will mit dem PIN würde ich gern so reden wollen, wie ich mir eigentlich wünsche, dass ich mit meiner Uhr oder mit meinem Handy reden kann. Ja, dann sage ich, dann ist okay, dann sage ich, dann ist es praktisch, dann kann es mal gewisse Aufgaben Genau, erledigen. ja. Aber wenn es das nicht kann, also Dann ist es für mich nutzlos. ja, das ist der Ja, Punkt, ja. genau. Gut, kommen wir mal zu was anderem. Und das ist jetzt einmal ein kürzeres Thema, aber Aber. Wettervorhersagen. Du kennst das. Ja, kein Du kennst Wettervorhersagen, ja. Wettervorhersagen. Wettervorhersagen brauchen verdammt viel Rechenleistung. Wetter ist komplex. Ja. Wetter ist regional komplex, vor allem in den Bergen. Wetter und Klima sind. Klima ist eine Zusammensetzung von regionalen Wetterlagen. Ja. Vorhersagen sind schwierig.
Vorhersagen benötigen sehr viel, extrem viel Rechenleistung. Extrem viel Ja. Rechenleistung. Es ist Supercomputer, dann Wettervorhersagen berechnen. Eine Forschungsgruppe hat Ja. jetzt einen Algorithmus geschaffen, Ja. der verdammt viel schneller ist beim Berechnen und deutlich Ja. weniger Rechenleistung benötigt. Ja. Sie haben sich regionale Wettermodelle und Berechnungsmodelle angeschaut und haben einmal angefangen, die streamzulinen und zu optimieren. Und haben es Ja. jetzt geschafft, dass man, ich glaube, das war sogar eine Google-Forschungsgruppe, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht, steht da jetzt nicht drinnen. Graphcast heißt das. Und haben sich ja in der Einleitung sprechen sie über das ECMWF-Wettermodell, das ist europäische Wettermodell für kurzfristige Vorhersagen, und das haben sie sich zum Anlass genommen, das einmal alles gegeneinander zu benchmarken, wie schnell auch ihr System wäre, und haben es ich habe leider die Zahlen nicht mehr. Warum steht das da in dem Abstract nicht drinnen? Im Paper nicht drin. Ne? Warte, kurz, 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 kurz. Du hast ja länger Zeit. Na, das wollte ich ja nicht. Irgendwo war eine verständliche Grafik. Ja, nein, Schweigen ist blöd. Schweigen ist blöd. Nein, man sagt, Schweigen ist Gold, oder? Warte mal ganz kurz. Ist es im Podcast gewähr genau umgedreht? Also Schweigen ist Silber und Reden ist Gold. Also für die YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer wird es wahrscheinlich ziemlich wurscht sein, weil die sehen wenigstens Aber. unsere Hackfressen, aber wenn ein Podcast auf einmal geschwiegen wird, dann ist fies. So, warte mal. Ja, mein Ah, Gott. bei Spektrum habe ich es. Wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben, dann haben wir uns halt nichts mehr zu sagen, dann müssen wir schweigen. Ja, da steht es jetzt auch nicht mehr. Aber jedenfalls Ja, ist ja jetzt nicht ist wurscht. dramatisch. Ist ja Jedenfalls jetzt. hat das Wettermodell es geschafft, eine 10-Tages-Vorhersage oder mehr Tages-Vorhersage, 10-Tages-Vorhersage erstens einmal präziser zu treffen, was bei Wettervorhersagen eigentlich Ja. wünschenswert ist, und deutlich schneller und deutlich weniger Rechenleistung. Also ich sehe da, ich habe gerade den Satz gefunden, Graphcast. Here we introduce an MLWP approach for global medium range weather forecasting called Graphcast, which produces an accurate 10-day forecast in under a minute on a single Google Cloud TPU Genau, ja. Version 4 Device. Also die haben wirklich eine einzelne Google Cloud Rechenumgebung gebraucht und keinen fetten Supercomputer für eine 10-Tages-Vorhersage, die präziser ist als alles andere davor. Ja. Ja, und das in unter einer Ja, und Minute. das finde ich Hammer. Ja, das ist beeindruckend, das Genau. stimmt. Gib wieder recht. So. Das ist cool. War jetzt ein holpriges Thema. Jetzt war das Paper nochmal kurz vorher nochmal lesen sollen. Nein, nein, das muss so sein. Das passt schon. Das ist genau, wie man es will. Ja, wir bleiben bei Google. Und zwar Google hat bei die Karten neue Farben. Ja, Ist dir das na. aufgefallen? Ja, mir ehrlich auch nicht. Ich weiß, entweder habe ich das noch nicht gekriegt. Oder mir ist es einfach Machen wir nicht es einmal aufgefallen. live, warte mal. Jawohl, okay, ich habe neue Farben. Aber mich stören die jetzt nicht sonderlich. Ich habe auch neue Farben, aber ich merke prinzipiell keinen großartigen Unterschied, weil. Also ja, also und das ist anscheinend. Muss mir ein bisschen mehr
was mir vielleicht ein bisschen negativer auffällt, ist die Schriftart, die neue, die sie da drin verwenden, die eh nur eine Variante von der bisherigen ist, aber ich finde, die braucht ein, die hat ein bisschen zu viel Spacing zwischen den einzelnen Buchstaben, also die Buchstaben sind ein bisschen zu weit auseinander für meinen Geschmack, aber sonst. Also ganz ehrlich, wenn ich das nicht gelesen hätte, mir glaube ich, wäre es nicht einmal aufgefallen. Ja, ich habe es gelesen, habe ich gedacht, okay, ich habe nicht einmal, mir hat es nicht einmal interessiert, da nachzuschauen, weil es mir wurscht ist. Weil es mal wurscht Ja, ist. weil solange Grünflächen grün sind, Flüsse blau und Ballungszentren davon erkennbar andere Farbe haben, ist mir das wurscht. Ich meine, Moment, Ja. kannst du ruhiger weiterreden. Ach so, warum, was cremst du da jetzt aus deinem Schreibtisch heraus? Was machst du da jetzt? Also ich meine, ich kann solche Karten lesen. Ah, jetzt funktioniert das mit der Schärfeerkennung nicht. Also du meinst diese alten analogen Karten? Ja, ich kann solche Karten alle. Also, jetzt. Geht, sieht man nichts, gell? Ist alles verschwommen. Jedenfalls, das ist Wenig. ein Alpenvereins-Wanderkarte, also ein Kompass-Wanderkarte und ich kann sowas lesen. Ich meine, die sind ein bisschen deutlich komplexer als so eine fucking Google Maps Karte. So what? Ich hab mitgekriegt, dass da quasi, wie sagt man, ein Shitstorm gegeben hat wegen den neuen Farben. Ich mein, ich habe da teilweise Kommentare gelesen, als hätte jetzt Google angefangen, Parkplätze mit Hakenkreuzen zu montieren oder sowas. Also als wäre wirklich was Schlimmes passiert. Aber die haben ja wirklich nur ein paar Farben angepasst. Ich weiß es, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wann das letzte Mal Google eine Farbanpassung bei Google Maps vorgenommen hat, aber anscheinend dürfte das nicht so oft passiert sein, weil ich habe mir da jetzt auch gedacht, also ehrlich gesagt, wenn ich das nicht gelesen hätte, ich hätte es nicht mitgekriegt. Es wäre an mir vorbeigegangen. Also ich hätte die Aufregung verstanden, wenn auf einmal Google sagt, wir haben kein Lane Assist mehr. Was ist der Lane Assist? Wenn du es als Autonavigation benutzt, dass er das sagt, in welcher Spur du dich einordnen Ah, okay. sollst. Da hätte ich gesagt, ja, okay, das verstehe ich, dass das super geschissen ist. Aber jetzt wegen die Formen, ja. Pff. Also keine Ahnung warum, aber also, ja, ich weiß auch nicht, warum Google die Form gewechselt hat, das ist das Nächste. Aber es hätte mich nicht Es gestört. wird Erhebungen geben haben, welche Form idealerweise einfacher zu verstehen und zu lesen, was auch immer Ich gehe ja sind, davon weil aus. Ich gehe ja davon aus. Oder ich es meine, da hängt. spaziert dir nicht Oder es. einfach einer in die Google Maps Abteilung und sagt, hey Leiden, Heute machen wir einen Shitstorm. gestern lang Feierabendbier in irgendeiner Bar abgehängt und dann so, hey Leiden. Also mit die Form, ich hau aber nicht hin. Immer mal ohne. Genau so wird es gewesen. Ich gehe gar nicht. Und na, die werden sicher schon was dabei gedacht haben. Aber Was? das ist wieder so ein klassisches. Mensch ist ein Gewohnheitstier und sobald sich eine Sache ändert, ist wieder ein kompletter Weltuntergang, komplett Panik. Hey Leute, habt ihr keine anderen Ja, Google Probleme wie Maps. Form auf einer Karte? Ja, Google Maps ist anscheinend heilig. Das darfst du nicht angreifen, das Ding. Ah, das ist. Ja, Ja, le also leider, dass du's, falls du es nicht mitgekriegt hast, du warst es jetzt. okay. Ja, ich meine, du. Gut.
bitte, du darfst jetzt mit die Kaffeetassen oder mit die Tassen fürs Haus beginnen. Genau. Wir haben schon einmal öfter gesprochen über das dunkelste Schwarz, über das dunkel, dunkel, dunkel Schwarz, was eigentlich perfekt wäre fürs Absorbieren von Sonnenstrahlen, sprich Solaranlagen, und ich meine jetzt thermische Solaranlagen. Jetzt gibt es da so quasi ein Gegenteil, und zwar ultraweiße Keramik, die eigentlich dafür gedacht ist, dass man das dann auf Gebäuden am äußeren, vor allem am Dachziegel zum Beispiel, montiert, um Gebäude effizient zu kühlen. Da, es ist jetzt weniger als effizient kühlen, sondern mehr das, dass sich Gebäude erst gar nicht aufheizen, weil kühlen tust du jetzt im Endeffekt. Du verhinderst damit, dass sich eine Fläche erwärmt, weil es so gut wie alles an Wärmestrahlung, und zwar 99,6% des Lichts und 96,5% der Infrarotwärmeemission reflektiert. Was ich jetzt echt irgendwie cool finde, weil einmal sowas an einem Gebäude angebracht, spart man sich theoretisch sehr viel Leistung, Kühlleistung einer Klimaanlage, weil sich das Gebäude erst recht gar nicht mehr aufheizt. Finde ich cool. Das Coole an der Sache ist, dass das ein Material ist, das sehr einfach zu bauen ist. Aluminiumoxid, bla bla bla, mit mehreren Dingsbumsis. Und gleichzeitig auch sauber wetterbeständig ist. Was mir nicht gefällt, ist, dass es, sie haben es eher gesagt, es ist eher poröses Material, aber das wird wohl wahrscheinlich das Ursprungsmaterial sein und nachher nicht das, wie es dann fix fertig dann möglicherweise, also poröse Nanostruktur, okay, Entschuldigung. So war das, es war anders gedacht, wie ich es porös gelesen habe. Ja. Und das ist irgendwie, ich glaube, die Zukunft wird ein bisschen so in die Richtung gehen, dass Häuser und Wohnanlagen, Geschäfte alle ein bisschen anders ausschauen werden wie jetzt. Oh mein Gott, dann werden die, die sich jetzt über die Form bei einer Google Maps Karte beschweren, aber komplett vom Hocker fallen. Puh, ja, das kann ich nicht bringen, Weil na. das ist ja noch wirklich eine Änderung des Landschaftsbildes. Google Maps ist ja nur eine Änderung des virtuellen Landschaftsbildes. Ja. Jedenfalls, ich glaube, dass es in der Zukunft eher so in die Richtung gehen wird. Also Häuser außen, zumindest die Dächer, ich würde es jetzt eine Hauswand nicht machen, weil dann blendet es wahrscheinlich. Na, blenden wird es nicht, aber Häuser werden halt noch immer sehr, sehr grell. Aber zumindest Dächer weiß und vielleicht schwarze Aussparungen für thermische Solaranlagen oder Photovoltaikanlagen. Und ist Haus außen möglicherweise stark begrünt für Sauerstofferzeugung. Also ich glaube, da wird sich, sollte Elon Musk die Welt nicht vorher zugrunde richten, in Zukunft viel ändern. Ich glaube, unser Verständnis, wie Gebäude aussehen müssen und aussehen sollen, wird sich grundlegend ändern. Also mit dem Ding. Und ich sag so, das ist auch was für Skigebiete. Die kennen ja jetzt, statt den Gletscher abzudecken, hauen sie einfach Aluminiumoxid auf den Gletscher drauf. Ja, das ist praktisch. Du tust einfach, du legst, also das heißt, statt beschneien, tust du dann fließen legen. Der Tiroler Skitourismus ist gerettet. Also du legst einfach so, ich sehe schon, in Kitzbühel, da kommt dann nicht mehr die große Beschneiungsbrigade und das Bundesheer zum Pistebretteln, sondern da kämen dann die ganzen Fliesenlegerbetriebe. Genau. Und legen einmal über die ganze Streif über diese Fliesen. Genau. Also
ich finde es ziemlich cool, was sie da jetzt entwickelt haben. Und weil ich es mir auch mal kurz gedacht habe, warum nicht einfach etwas nehmen, was wir schon seit Jahrhunderten nehmen und einfach damit Dächer pflastern, nämlich als Spiegel. Naja, Spiegel, da strahlst du zurück, oder? Das würde ja sehr stark blenden. Ne? Hätte zumindest fürs Licht genau den Effekt, ja. Ich habe mir noch einmal eingelesen, wie das genau funktioniert. Allerdings Infrarotstrahlung Geht trotzdem durch. geht nicht alles, aber teilweise durch, ja genau. Ja, dann bringt es auch schon wieder nichts. Genau. Dann bringt es auch schon wieder nichts, aber ja. Vor allem komplett verspiegelte Häuser, ich glaube, das wäre dann wirklich ein Problem. Dann kennst du nämlich wirklich nicht mehr aus. Ja. Ja. Ich habe, sagen wir so, ich habe eigentlich, das klingt auf den ersten, so wenn man das zuerst liest, es geht um Kühlschränke und Kühlschränke sind jetzt nicht, weiß Gott, wie spannend, wenn man so drüber nachdenkt. Aber die Firma Whirlpool oder der Konzern Whirlpool, das ist so die Mutterfirma für Gen Air, KitchenAid und Whirlpool-Geräte, die arbeiten seit Jahren daran, dass Also Kühlschränke da bist. kompakter werden oder kleiner oder dass die Türen dünner werden, weil wenn du deinen Kühlschrank so anschaust, ist ja da relativ viel Isolierung Das ist eigentlich. es ja, genau. Ich sehe es ja bei meine Also, Kühlsch beim bei unserem Kühlschrank, der ist von außen wirkt es recht wuchtig und noch viel Platz, da machst du innen die Tür auf, ist dann hast du eigentlich richtig. 40% Volumen eigentlich schon Genau, verloren. das war so, weil die immer so mit Schaum gemacht sind. Das heißt, es wird so geschäumt und was weiß ich was. Und dann verlierst du da relativ viel Platz innen drin. Whirlpool hat jetzt daran gearbeitet, dass sozusagen Kühlschranktüren 60% dünner sein können und dass die Kapazität innen um 25% steigt. Und was dann auch noch passiert, du hast noch eine Energieersparnis von 50%. Cool. Und es ist dann auch so, was der Vorteil von dieser neuen Bauart ist. Was haben sie da für ein Material verwendet? Das steht da drinnen. Das ist sozusagen, normal hast du so ein Polyurethan-Schaum und BU-Schaum, ja. Plastik. Klassischer Ja, PU-Schaum. BU-Schaum, ja. SlimTech is a vacuum insulation structure that contains a thin layer of compressed and proprietary powder sealed inside walls of steel. Das heißt, du hast Stahl und dahinter ein spezielles, ja, was weiß ich, irgend so ein Puder, das da rein spritzt oder was weiß ich was wert oder geblasen und dadurch hat es dann die Isolierfähigkeit. Was jetzt natürlich auch noch das Spannende ist, weil du weißt ja, Kühlschränke sind ja deshalb so groß, damit sie diese Leistung zusammenbringen und damit sie einen gewissen Wert erreichen und effizienter Genau, sein. ja. Du könntest bei diesen Kühlschränke dann laut dem Hersteller, du kannst dann auch theoretisch nicht nur einen großen Kühlschrank haben, sondern einfach zwei kleine Kühlschränke und die sind dann genauso effizient. Dass zum Beispiel nicht nur einen Kühlschrank in der Küche hast, sondern dass zum Beispiel sagst, du hast einen in deinem Büro auch, weil normal sind so kleine Kühlschränke sind super ineffizient. Ich meine, ist jetzt zwar wahrscheinlich wird nicht jeder brauchen, aber du kannst dann zum Beispiel zwei Kühlschränke haben. Ihr Weil habt zum zwar. Beispiel diese Dosenkühlschränke sind ja, was man so kennt, die sind ja relativ ineffizient. Ja, klar. Das wäre dann quasi damit auch erledigt. Cool. Ich finde das cool. Das mit dem BU-Schaum, das ist eigentlich etwas, was ich kann mich noch erinnern, wo mir mit der Schule damals. Lang, lang ist her. Sicher 25, 30 Jahre. Da haben wir mal eine Führung gehabt bei einem großen österreichischen Kühlschrankhersteller. Osttiroler Ja. Kühlschrankhersteller. Und da habe ich es aber Ja. auch schon gesehen, BU-Schaum. Und ich habe mir gedacht, echt?
Und jetzt auch immer noch? Ist das immer noch Stand der Technik? Na, eh cool, dass da jetzt einmal was Neues gibt. Ja, ich meine, das wird aber nur dauern, bis das Einzug haltet, selbst bei Whirlpool, weil das nicht so schnell einfach auf die Masse hochskalieren kannst. Aber ja. Finde ich cool, ja. Finde ich jetzt vor allem, ich finde es spannend, dass das gerade Whirlpool bringt. Weil das würde jetzt so passt, ja, keine Ahnung, das hätte jetzt so gepasst, so Samsung, was weiß ich was, hätte irgendwie so, aber na, Whirlpool. Ja, nein, ist so nicht. Also ist einmal was relativ, ist jetzt zwar nichts, ein Kühlschrank ist jetzt zwar nicht, wo man sofort an Hightech denkt. Ja, manche Kühlschränke fühlen sich an, als wären sie Hightech. Ja gut, Design, wie schon gesagt, das ist klar. Also App-Anbindung ist Standard heutzutage. Ich weiß gar nicht, ob das bei meinen möglich ist. Ich hoffe nein, nicht. Ich glaube, er geht gar nicht. Nein, sowas hat er nicht. Das ist ein Side-by-Side von LG und ich glaube, das Fancyeste ist eigentlich die Eiswürfelmaschine dabei. That's it. Ja, cool. Das gefällt mir. Kleine Kühlschränke, ja. Weil Kühlschränke sind wirklich groß für das, was du eigentlich einbringst. Das ist echt. Kühlschränke sind relativ groß für das, was du einbringst, ja. Echt? Eigentlich Kühlschränke sind des SUVs der Kühlschränke. Okay. Ist, ja, wurscht. Will ich nicht ja, okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe ihn Clemens sprachlos. Und das gemacht. Ist nicht leicht. Aber mit schlechten Witzen geht's. Gut. Kennst du Sam Altman? Ja, der ist ja jetzt wieder bei OpenAI. Ja, you've come a long way, baby. Also, weil ich weiß, es hat einmal angefangen, er ist weg, dann war er nicht weg, dann war er wieder weg, dann war er bei Microsoft, dann war er wieder nicht bei Microsoft, jetzt ist er wieder bei OpenAI. Oder ist er jetzt schon wieder woanders? Na? Warte mal. Schauen wir gleich nach Google. Weil ich habe irgendwann den Überblick verloren. Altman, Amidonen, okay. Also, schauen wir die aktuellsten News dazu an. Ja. Und da Gold, okay. Schauen wir die aktuellsten News in der letzten Stunde an. Okay, na, er ist wieder bei OpenAI. Okay, kommen wir zurück. Bitte. Ich lasse die jetzt einfach einmal anfangen. Ich kann ja jetzt auch nicht viel dazu sagen, aber fang mal an, Revue passieren. Vor einer Woche ist Sam Altman bei OpenAI vom Vorstand geschlossen. Und Sam Altman ist quasi der Gründer und CEO von. Na, ist er Gründer? Ja, sicher. Gründer und CEO von. Ja, der war Gründer. Ja, und ja. Er ist, glaube ich, er ist schon ein weirder Kerl, aber ich glaube, der hat das mit OpenAI, er hat das Ganze einfach ins Laufen gebracht. Ich glaube, der ist jetzt nicht blöd, er ist weird, aber schlau. Schlechte Kombination. Aber jedenfalls ist der von OpenAI ist jetzt dank ChatGPT letztes Jahr ja sehr ins Rampenlicht gerückt, kann man so sagen, oder? Ja. Vor allem, du musst jetzt, was ja die Sache so kompliziert macht, OpenAI ist ja zweigeteilt. Es gibt einerseits diese Firma, die quasi so, ja, wie nennt man es am liebsten, die dann so eher in einer Aktiengesellschaft ist und dahinter hast du sozusagen, nennen wir es so eine Art Stiftung. Ja. Stiftung und Forschung. Und die Stiftung verdient ja eigentlich kein Geld. Weil die hat sich ja das Ziel gesetzt, dass AI quasi Menschen dienen genau, soll. Genau, ja.
Und OpenAI, also dieser Konzernpart, war ja dann das quasi das Geschäftliche war. Aber daran hat ja sogar, glaube ich, Sam Altman gar nichts besessen an dem Ding. Er ist quasi der Kopf hinter der Forschung und Entwicklung. Ja, richtig, weil er besitzt quasi die Anteile an den Non-Profit-Ding Genau. oder irgendwie sowas. Also extrem kompliziert. Die Idee dahinter ist ja, so wie du es gesagt hast, dass diese KI-Forschung ja nicht für ein Unternehmen alleine zur Verfügung gestellt werden soll, sondern OpenAI, wie es der Name schon sagt, gut, Open ist nicht immer Open, aber OpenAI setzt sich dafür ein, sie forschen daran, nicht kommerziell finanziert aus der Stiftung, wo sich Unternehmen dran beteiligen können. Microsoft, Elon Musk und so weiter waren ja da Geldgeber. Richtig, also Und das Ziel ist eigentlich, dass es dann diese Forschung dann allen anderen zur Verfügung gestellt wird, damit man dort nicht irgendwo ein Monopol hat von irgendeiner merkwürdigen künstlichen Intelligenz, die dann innerhalb kürzester Zeit die Welt befällt. Ja, sowas in der Richtung. Alles ein bisschen gesteuert. Genau. ja, eigentlich. Es gibt eigentlich die perfekte Beschreibung. Das ist sozusagen Schrödingers Katze beschreibt es bei OpenAI eigentlich Ja. perfekt. Also er ist entweder da oder Genau. nicht. Jedenfalls. Kommt drauf an, zu welchem Tag du Am drauf geschaut Freitag hast. ist er von seinem Vorstand, vom Vorstand gekündigt worden, rausgeschmissen worden. Am Montag hat dann Microsoft angekündigt, ja, er fängt jetzt bei Ihnen an. Er und einige seines Teams. Ja. Microsoft hat gesagt, ja, wir nehmen alle, gebt uns nur ein bisschen Zeit, um euch die Ressourcen und die Ressourcen bereitzustellen. Sie hätten alle per Handkuss genommen. Dann haben die Mitarbeiter bei OpenAI, und ich schätze mal, dass sie diese Mitarbeiter, die sich da vornehmlich gesagt haben, sie wollen kündigen, wenn sie den Altman nicht zurückholen. Ich glaube, das waren vornehmlich Mitarbeiter aus der Forschung und Entwicklung. Also Das könnte die sein, schlauen ja. Köpfe, nicht die Marketingabteilung wahrscheinlich. Die haben gesagt, sie haben mit Kündigung gedroht und wollten dann zu Microsoft gehen dann. Dann hat es einen offenen Brief gegeben, wo sogar ein Vorstandsmitglied unterschrieben hat, das eigentlich was eigentlich seine Kündigung unterschrieben hat. Ja. Und jetzt ist er wieder zurück, und ich glaube, das letzte Ding ist, dass der Vorstand jetzt auch umgebaut wird. Ja, ich vermute, dass jetzt dann wahrscheinlich, ja, sie werden es jetzt wahrscheinlich so ändern, dass das nicht mehr passieren kann. Ja, also ich bin irgendwann, ich habe einfach freiwillig bin ich ausgestiegen, weil ich mir einfach gedacht habe, was macht ihr da jetzt überhaupt? Ich habe dann ja, Mittwoch, glaube ich, habe ich das da in meine Notizen reingeben. Da steht nämlich noch gar nichts, dass er wieder zurück ist. Da haben sie ja erst Ja, den das Vorstand richtig, zum richtig. Rücktritt aufgefordert. Ja. Das war jetzt eine Woche mit Soap-Opera-Drama in der KI-Entwicklungs- Benefit Organization Nummer 1, keine Ahnung. Ja, ich glaube, der Gewinner von den Ganzen ist Ja. Microsoft. Also, ich glaube, in voller Linie. Ja, aber ja, lass es einfach Lass so mal so stehen. Es stehen. ist kompliziert. Ja, es ist kompliziert. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Richtig. Gut, jetzt muss ich die kurz. Und OpenAI, Red du weiter, ich ja. hol mir noch ein Wasser und muss kurz Pipi-Box. Ja, dann machen wir das aber Bade, weil dann geht es ihn an. Dann haben wir durchgehend eine Okay, dann Pause liebe drin. Hörer, wir sind kurz nicht da, und liebe Zuseher, wir sind kurz nicht da. Du musst Hörerinnen Hörerinnen und und ja. Zuseherinnen sein. Ich versuche es dir ja beizubringen. Danke. Also bis gleich. Hörende und Zusehende. Ja, richtig, genau. Brav.
Ja, der Alex braucht ein bisschen länger. Ja, das Wasser lassen im Alter, das ist schwieriger scheinbar. Okay, aber. Warst du jetzt sogar schneller? Obwohl ich ein bisschen älter bin wie du. Ja, na, warte mal, mir ist jetzt gerade noch eingefallen, ich wollte meinen Staubsaugerroboter einschalten. Okay, gut. No, aber nicht, dass er uns so jetzt stört. Na, der soll da andere Räume reinigen. Gut, den Westflügel. Genau, also Konrad soll den Westflügel reinigen. Konrad, hast du einer? Staubsaugerroboter heißt Konrad, ja. Meiner heißt Consuela. Deiner hast von South, von Ja, Family genau. Guy. Der andere hast James. Der andere hast James. Und Nein, ich habe noch einen der dritte Namen. hast Alfred. Nein, ich habe noch einen Namen gesucht, der ist so nicht typisch für so einen Reinigungsroboter ist. James, Alfred und Consuela. Ich nehme es normaler Aber Konrad. die Consuela ist die älteste und die ist diejenige, die jetzt bald die Segel streichen wird. Den Geräuschen noch zu urteilen, den sie hinterlässt beim Saugen. Also die Robopension wartet. Ja, genau. Und jetzt, bevor die Hörer glauben, oh mein Gott, der Clemens, diese reiche Rich Bitch. Na, die waren alle sehr günstig. Ja, für den Clemens ist günstig. Das heißt, einer hat 1500 Euro Na. gekostet. Na, Schon. natürlich nicht, keine Ahnung. Der teuerste war wirklich die Consuela, das war der erste, den man damals gekauft hat, vor 10 Jahren, glaube ich. Das war noch ein von der Firma iRobot. Das waren damals ja noch so ziemlich die einzigen, die ja Staubsaugerroboter gebaut haben. Ja, richtig, richtig, ja. Und der hat damals wirklich so bei 400 € oder sowas gekostet. Und meine anderen zwei sind von Eufy und ich glaube, Wie da war bist keiner mehr wie du 200 Euro. zufrieden mit Gut, Eufy? super. Weil ihr habt einen Roborock S7 da jetzt als Beispiel. Man Und hört ich ihn glaube, auch. der war. Du hörst ihn sogar. Ja, okay, ist okay. Okay, Das, Alex schaltet nicht aus. Aber na, auf keinen Fall, jetzt hat der gerade angefangen. Ich unterbrich den ja, jetzt nicht. okay. Vor allem, der beißt mich, wenn ich ihn unterbrich. Ja. Weil es ist ein Arbeitsgerät. Nein, ich glaube, der war, boah, der glaube ich war 400 Euro. Echt? Okay. Also, ja, ich glaube, 400 Euro hat der schon gekostet damals. Ich habe gerade reingeschaut bei Amazon. Wen es interessiert, der Robowag 30C von Eufy kostet momentan general überholt 100 Euro. Und was sind diese Klebestreifen da? Das sind die magnetischen Begrenzungen, wo er nicht hinfahren soll. Das sind so Ah, Art das Magnete. kann meiner über. Der Vorteil ist, meiner hat einen LiDAR-Sensor und du kannst ihn das. Er scannt halt den Genau, ganzen Raum. das haben meine zwar nicht, die sind eher dämlich, aber oh Gott, ich glaube, wir werden ihn heute noch bestellen, weil die. Nein, 99 € muss ich fast zuschlagen. Ja, Weißt du was? Na, mach so, bestell ihn live. na. Oh, wieder nichts zum Zuschauen, wie jemand anders was Na, mache bestellt. ich nicht live. Jedenfalls ist das Einzige, was ich bei die Robowag habe, ist, bei einem Modell habe ich jetzt schon zweimal die Batterie getauscht. Was? Kann man die so einfach Ja, tauschen, oder was? sind zwei Schrauben. Ne, ist eine Schraube. Oh, Eine okay, das klingt ja Schraube praktisch. unten am Deckel aufmachen, abstecken, neue Batterie Weil anstecken, fertig. Total einfach. ich wüsste jetzt gar nicht, Aber ich ob muss das. sagen, ich habe die in 4 Jahren jetzt zweimal getauscht. Ich glaube, 4 Jahre müsste er alt sein. Also der 30, der, nicht der, es ist nicht der 30C, der hat doch kein WLAN, der hat wirklich nur eine Fernbedienung. Und der ist, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt und da habe ich zweimal den Akku getauscht. Der Akku kostet 20 Euro
und trotzdem macht das Ding noch sauber seine Arbeit. Und der fährt auch täglich bei uns. Also der Okay, fährt ja. wirklich täglich. Ah, ich sehe aber gerade, das ist sogar bei meinem Roborock relativ einfach. Na, die verbauen teilweise sogar Standard Lithium-Ionen-Batterien. Wow, ich bin jetzt sogar überrascht, mit denen hätte ich nicht einmal Ja. gerechnet. Na, das ist wirklich cool. Also die zwei in die Wohn also wir haben einen in die Wohnräume, also Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, der fährt täglich, vor allem jetzt mit Kindern ist es noch ein bisschen mehr Dreck und Staub, der rumliegt. Und anderer fährt bei uns wie sagt man da, Vorraum, Wintergarten, Vorraum ab und weil da halt auch die Kids spielen. Also du meinst im Entree. Nicht ganz, aber ja, prinzipiell. Und die Consuela ist bei uns da im oberen Stockwerk, also bei mir im oberen, fährt halt durchs Büro und alle Räume, die halt noch quasi noch übrig sind, nach oben. Aber die, wie gesagt, die ist schon kurz vorm Herztod. Aber na, und nochmal, sie sind eine extreme Arbeitserleichterung und die gerade die Eufy-Geräte sind nahezu spottbillig für das, was sie leisten. Ja, ich sag so, also ich habe den damals auch gesehen. Es ist halt so, die meisten, weiß nicht, es endet halt immer damit, dass du Roborock-Empfehlungen kriegst. Ja, ich weiß, ja. Ich bin mit der Eufy echt super zufrieden. Ja, Eufy ist Anker. ja ist eine Marke von Ja. Anker. Und ich glaube, sie haben aber auch teurere Ja, Modelle, ja, ja, oder? ja, 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 ja. Ja, die haben auch Kombinationsgeräte, die auch noch am Wischen auch noch. Sie haben auch Ah, die Geräte mit der Absaugstation zum Beispiel und ja, mit weil Leiter. zum Beispiel, wie ich sehe da gerade, weil Vision kann nein auch und ich sehe jetzt zum Beispiel, der Eufy Clean L60 wird bei Eufy selber 249 Euro kosten. Clean L60. Ja. 249, so, entschuldige. Ja, bei Amazon 200. Ja. Also, weil ich bin sogar von dieser Wischfunktion, es ist zwar nicht wirklich Wischen, aber es ist zumindest so grund drüber gewischt. Bei Eufy gibt es halt nachher auch noch die noch teureren Modelle, wo du halt die Absaugungsstation hast. Was ich auch ziemlich cool finde. Ja, gut, aber das ist im Vergleich zu Roborock relativ günstig, weil bei Roborock sind die mit Absaugstation relativ Ja, teuer. bei Eufy 450, also. Gut, lassen wir unsere Hausmänner. Ne, keine Sorge, ich habe später vielleicht noch mehr. Ich habe jetzt noch, weil ich es zufällig gesehen habe, The Verge hat eine relativ nette Weihnachtsliste zusammengestellt für Weihnachtsgeschenke. Also für Eigentlich war Technik. ich dran, aber ja, du. Okay. Ah, na, bitte, dann du. Entschuldige. Ich habe halt ein Ding schon aufgemacht und bin eigentlich klickfaul. Achso, ja, passt schon, weil. Aber normal war ich, glaube ich, dran gewesen, Ja, oder? sicher, aber ich Aber war der fertig, Jack, Erste jetzt bei den gib. Gadgets. Na, und Ja, gib Gas. das Thema haben wir ja gleich durchgefrühstückt. Gib Gas. Es gibt jetzt einen Pico Boy. Das ist eine kleine Ja. Platine, wo ein kleiner, so quasi ein Mini-Mini-Mini-Raspberry Pi drauf ist, nämlich der RB2040-Mikrocontroller. Der ja, Ja. und jetzt mache ich das geschwind auf, damit man es auch sieht, der sehr klein ist und wirklich nur ein kleines Stückchen Platine ist. So zum Beispiel. Das ist Ja. ein Teil dieser, oder das ist halt eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Oh, sieht dann ungefähr so aus. Ja. Und ein Lehrer in Deutschland hat da während Corona sich mehr oder minder damit auseinandergesetzt und hat gesagt, was kann er damit machen oder was könnte er damit machen, um seinen Schülern ein bisschen so spielerisch das Programmieren beizubringen. Und dann hat er ein Platinenlayout geschaffen,
OLED-Display rangebaut, hat so quasi einmal das ganze Ding einmal geplant und dann in Fertigung gegeben, die einzelnen Komponenten. Und daraus entstanden ist der Picoboy. Das ist ein kleiner, programmierbarer, ja, Mikrocontroller ist immer programmierbar, aber ein kleiner Computer mit Display, mit einer Eingabemöglichkeit über so einen Mini-Joystick und Ton. Und das ist jetzt in größerer Stückzahl mittlerweile zu bestellen. Ist 50 mm breit und 30 mm hoch und hat nur wenige Gramm und hat da 1,3 Zoll monochromes OLED-Display. Und darauf kann man Spiele programmieren, Spiele und was auch immer man will programmieren und spielen. Ich finde das ziemlich einen ziemlich coolen Ansatz, um Kids Programmieren beizubringen. Drauflaufen tut MicroPython. Und was als Einstieg ja ganz, ganz fein ist, als Einstieg in die Programmierwelt. Und ja, darauf kann man dann auch spielen. Können sich quasi ihre eigenen Spiele bauen und ja, darauf zocken. Schaltbit Ja, und die schaut. Spannungsversorgung ist über eine CR2032 Knopfzelle, also wirklich so eine kleine. Ja, das ist Wir kennen praktisch. sie, diese kleinen Mini-Batterien. Ja, die Dinger kriegt man Ja, überall. ich weiß jetzt leider nicht, wo meine sind, aber genau so. Und oder über USB-C. Ja, ich verstehe, Und ich verstehe. da in die technischen Daten habe ich es jetzt auch noch stehen, man kann auch den Beschleunigungssensor, der verbaut ist, nutzen, muss ich auch noch einen coolen Gag finden, nachher für Spiele. Wahrscheinlich einfach mit einem leichten Drehen und Kippen Ah, und Wippen. das ist Ja. cool. Also echt Ja. cool, coole Dings, viele Möglichkeiten. Also ich finde, wenn ich nur die Zeit hätte, würde ich mir echtes Teil mal besorgen. Es kostet 25 € und dann kann man eigentlich schon loslegen. Ja, wie sagt man so schön? Zeit nimmt man Ja, sich. eben, und ich nehme mal die Zeit aber für andere Sachen. Das ist halt leider das Problem. Oh, mein Gott. Ja, na, Finde ich ist cool, ja. cool. Also, nette Geschichte. Ganz kurz, magst du vielleicht doch deinen Staubsauger ausschalten, bitte? Ja, warte mal. Dann wäre ihn Also, nicht, aber. dass es mich jetzt großartig stören würde. Ich bin Kindergeschrei und gewöhnt, aber ich weiß nicht, ob ich unseren höre. Ja, na, warte, Ob dann. Auphonic das schafft, aus der Tonspur rauszufiltern. Na, warte, ich werde es dann ins, ich werde ins, ich dann werde ihn ins Badezimmer reinigen lassen. So, weil da hörst du ihn nicht. So, warte mal. Was denn? Nix cool. Na, alles gut. Ja, warte, jetzt muss ich leider die Pause-Taste drücken. Jetzt sollte ich ihn nicht mehr hören. Korrekt, jetzt höre ich nichts mehr. Warte mal, jetzt muss ich das zur Ladestation hinterfort. Ja, passt so. Dann bitte den Raum reinigen. Passt. Reinigen. Du wirst jetzt nochmal kurz hören, wie er ins Badezimmer fährt, wahrscheinlich, und dann hörst du ihn nicht mehr. Ihr hören wieder. Ja, er ist gleich weg. Jetzt muss er sich wahrscheinlich kurz, jetzt ist er in der Orientierungsphase. Ich mache das nur wegen unserer Hörerinnen und Hörer. Vorbildlich, vorbildlich. Weil mir wäre es zum Beispiel vollkommen wurscht gewesen. Ich bin ein sehr Exze Du bist ein guter Na, ich bin Gast. ein exzessiver Podcast-Hörer und mir nervt es, wenn in einem Podcast Nebengeräusche sind. So, jetzt sollte ich ihn nicht mehr hören. Oder? Na, jetzt höre ich nur noch ein leichtes Brummen. Ja, Das warte und das mal, ist für meine Kopfhörer. sehr, sehr gut. Das ist von der defekten Lötstelle. Selber gelötet. Ja, eh. Ja, sonst wäre es nicht Genau. defekt. So, also das heißt, ja, also bitte gern gemacht. Also
dass das erledigt ist. Also, ich gehe jetzt zu Weihnachtsgeschenken, und zwar The Verge hat eine relativ nette Weihnachtsliste mit allen möglichen Vierlefanz zusammengestellt. Ich wüsste nicht, was nicht drinnen ist. Also, es ist wirklich alles dabei. Es ist sogar ein elektronischer Luftblasgerät dabei. Okay, gehen wir es einmal durch. Und ja, gehen wir es mal von oben nach unten einfach durch. Eine On-Google TV 4K Streaming Box. Ich glaube, die ist für Amerika Ja. halt. Die ist aber, die kriegst du bei Walmart, die ist mit 20 Dollar ist die halt echt nachgeschmissen. Ja, okay. Also das wäre ein 4K Chromecast. Das ist also um 20 Dollar, das ist Ich frage nachgeschmissen. mich, was da nachher die Nachteile sind. Wahrscheinlich Also es steht da schon in der Kurzbeschreibung. eingeblendete Werbung. Na, es steht leider, du hast halt ein Problem für Unterstützung für High-End Dolby Vision und Dolby Atmos. Ja, okay. Mei. Aber sonst, also das ist ja, das ist wirklich, das ist Dann nachgeschmissen. gibt es Amazon Echo Pop, den habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das ist halt wahrscheinlich so Echo Dot-mäßiges Dings. Ja, das ist, glaube ich, die heißen jetzt Pop oder sowas, und ich glaube, ist halt, hat ein bisschen einen besseren Okay. Sound. Noch eine Lego Piranha-Pflanze aus Super Mario. Die ist cool. Ja. Die ist cool, aber relativ teuer, wie üblich für Lego. $60, puff, ja. Ja, das ist typisch Lego. Dann kommen wir zum iPad 2021, $249 und $250, ja, ist auch gut. Ja, dann der Roborock S8. $600, wow. Ja, die sind relativ teuer, ja. Ich meine, ich würde aber bei Roborock, ich verstehe den Sinn oft nicht. Also ich sehe da gerade, also das sind gerade drei Optionen für 5,93, aber normal, wenn die vorherige Generation kaufst, reicht vollkommen aus. Und sonst immer warten, bis er in Aktion ist. Dann haben sie eine Blink-Video-Doorbell. Blink ist das Ja. von Amazon oder? Amazon. Ja, okay, Ja, Amazon. Amazon, okay. Ja, okay. Für die war es Black and Decker Furbuster. Du wirst lachen, ich suche genau sowas Ähnliches, aber nicht von Black & Decker und vor allem in der Größe von einem handlichen Staubsauger, von einem richtigen Staubsauger. Also ein Kombigerät, sowas in die Richtung. Warte Weißt mal, du, was ich ich glaube, meine? ich muss da aber sch Nein, warte mal, ich muss da aber schicken. Ich habe gestern, das ist jetzt aber echter Zufall, ich habe gestern in der New York Times etwas über Staubsauger gelesen. Man soll nicht saugen, weil sie gesundheitsgefährdend sind. Nein, 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 das war so, warte mal. Ist es sowas? Das. Ja, warte mal. Von Dyson. Oh, komm mal, Warte mal, sorry. ich schicke dir den, Sowas weil in der da war Richtung. so von Sta da war sowas von Staubsaugerbesessene, die quasi, da gibt es irgend so eine Organisation oder da gibt es irgend so einen Verein, der testet jeden Staubsauger oder was weiß ich was. Und die haben da die besten Staubsauger zusammengefasst. Und warte mal, ich schicke dir das nochmal. Ja, dein Idel. Ja, ich. Geh mal es weiter durch, ich schicke dir dann den Okay. Artikel, weil. Ich glaube, ich muss dann Also schenken. Staubsauger, Handstaubsauger um $80. Vor allem steht Black & Decker drauf, das ist jetzt nicht unbedingt hochwertig. Egal. Dann Apple AirTag um $28 knapp, dann kommt noch Steuer dazu, dann ist bist ungefähr auf $33, ist so ein okayer Preis, ja, ist okay. Ja. Baboon to the Moon Fanny Pack. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ezo geht mir auch so. Es ist einfach ein Aber schau. Modeaccessoire, das ist eine Tasche, ein Täschlein für Handy Ein Täschchen. und Everyday Essentials. Ja. Okay, keine Ahnung, brauche ich nicht. Dann ein Gulli Kit King Kong 2 Pro Controller.
Ja, im Xbox-Design. Okay. Kendama. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist irgendein analoges Spiel. Aha, okay. Das Kimp, ich glaube, das steht da, das ist aus Japan, also das ist irgend so etwas, ein Rätselspiel oder irgend sowas sein. Dann. Ah, the Cup and Ball Game remains easy to learn, but difficult to master. Ah, so, das geht in so eine Richtung. Ah, okay. Dann ein wie heißt der? Amazfit? MSV Band MSFit 7. Band 7, also ja, Fitness, kein Fitnessuhr, sondern Fitness Armband, ja, auch gut. Ja, ist eher, das ist ja nette, sowas, die Teile finde ich ganz, ganz nice. Habe ich ja selber gehabt, sowas. Die waren damals noch von Xiaomi, das war so quasi mein Einstieg in das Fitness-Tracking-Zeug. Das war so ein sehr dünnes, schmales Band, was ich einfach, ja, cool, also den finde ich eh ziemlich cool. Dann Evolution. Das schaut richtig, das habe ich mir sogar angeschaut. Das schaut sogar relativ cool aus für ein Brettspiel. So ein Brettspiel. Natürlich, Also. am amerikanischen Markt natürlich ein großes Problem. Brettspiel, das auch noch Evolution heißt. Also, wow, das ist mutig. Ja, das. Was Also, es gibt Evolution? halt Das ist zwar. ja alles aus Gottes Gnaden entstanden. Also es gibt halt zwei Optionen in Amerika. Leute kaufen es, um zu spielen, oder Leute kaufen es, um in den Ofen zu schmeißen. Genau. Das, ja, verbrennen hätte ich gesagt, aber ja. Kann da als Hersteller aber eigentlich egal Egal, der sein. Absatz ist gut. Okay, ja, nein, das ist Ja. wirklich cool, ja. Cooles Brettspiel. Belkin Boost Charge Pro with MagSafe. Also, das ist eine Das Powerbank ist fürs das. iPhone. Na, das ist ja, du kennst ja, Apple hat ja auch diesen Charger, diesen MagSafe Charger, wo du das quasi magnetisch hinten drauf tun kannst und dann an einer USB-Steckdose oder Ah, Ladegerät okay, ist kein anstecken. Powerbank. Und das ist jetzt eigentlich das. Es ist ein bisschen ein dickerer Puck hinten, hat halt noch so einen Stand, dass du es aufstellen kannst und ist eigentlich ein günstiges Ladegerät in dem Sinn. Ah, okay, cool. Und das Handy steht dabei. Okay, das ist cool. Und ich glaube, das Kabel ist länger. Ja, cool. Also das kann man. Wow, $20, das ist man von Belkin gar nicht gewohnt. Die haben, von denen sind die Sachen oft teurer wie von Apple direkt. Ich vermute wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich weiß ja gar nicht, ob das sich, ich frage mich, ob sich das von Apple um 40 € gut verkauft. Keine Weil Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin mir es sicher. ist relativ teuer eigentlich. Dann ein Magnetic Poetry Original Kit. Was tut man da? Gedichte würfeln oder was? Das habe ich mir nicht angeschaut, keine Ahnung. Keine Ahnung. Literatur. Bäh. Pflanzen. Naja, keine Pflanzen, sondern Sukkulenz. Ja, okay. Pflanzen. Eine Kopfhörer. Natürlich. American Prometheus. Christopher Nolan, Blockbuster Oppenheimer, bla 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 Buch. Aha, ist Buch zum Film quasi. Natürlich, amerikanischer Markt, Plastikpistole zum Schießen. Mit. Ja, okay. Hoto Electric Screwdriver. Elektrischer Schraubenzieher. Ja, okay, nett. Why not? Ja, Smart Plugs kenne ich mal Smart Plug. dazu. Ich finde das Gesicht, ich sehe da immer ein. Geht Ich mir, sehe auf der. leider gibt es das in Europa nicht, weil wir andere Steckdosen haben. Bei uns schaut das nicht, das schaut zum Beispiel aus wie so ein Wow-Gesicht. Na, für mich schaut das eher so negativ überrascht, Ja, so. so ein negativ Wow. Und jetzt steckt mir der andere was ein und aus. Okay, ja, das, also ein Smart Plug, ja. Find ich lustiger, als wie das in Europa Ja, ausschaut. Aber der schaut wiederum traurig aus. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht. ja. Vielleicht, weil das Gesicht, vielleicht weil da länger das Gesicht so lang gezogen ist. Okay. Also noch ein Casa Smart Plug, dann ein Sonos Box. Buh, Sonos. Noch ein Nintendo Switch Lite. Okay. Ja. In einer Alpha Edition, keine Ahnung.
X-Power A2 Electric Air Duster. Dust Sucks. Was ist ein Duster? Ist das ein Staubsauger? Nein, weißt du, diese Gebläse, wo du so was ausblasen kannst. Ah, also das Gegenteil von einem Staubsauger. Ja, genau. Aha, okay. Schaut aus wie ein Teekocher. Ja, so in etwa. IKEA SCADIS Backboard. Ja, irgendwas von IKEA. Nachher eine Stirnlampe. Okay, kann man immer brauchen. Black Diamond. Black Diamond um 20 Euro. 20 Dollar. Na, schau. Mal auf die Seite. Vielleicht gibt es das bei uns irgendwo günstiger. So, dann ein T-Shirt. The Vergecast natürlich. Okay. Eine Bose Quiet Comfort Ultra Headphones. Das sind die neuen, gell? Die haben ganz schlechte Kritiken gekriegt. Nein, das sind, glaube ich, sogar, das sind, glaube ich, sogar noch ältere, oder? Oder sind das die neuen? Die neuen, ja. Sind das die neuesten? Ja, könnte sein. Ja, New Bose Quiet, ja. Ja, okay, ja. Die haben ganz, 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 ganz schlechte Kritiken gekriegt. Warum? Alles. Tragekomfort soll okay sein, Sound soll okay sein, ist ANC, funktioniert nicht gescheit. Also, Gehgeräusche beim Gehen, Trittschall kommt durch, ist ANC, tut nicht so arbeiten, wie es sein soll, also in Schall isolieren. Die haben abgestunken gegen die Sony, also gegen die aktuellen Sony MX5. Also ganz schlecht, also echt oder nicht, was? Nicht das ganz schlecht, aber sie sind qualitativ schlechter als die Vorgänger. Echt? Okay, ja. Bin ich überrascht, weil normal bei Bose war sie, hat man immer erwarten können, dass die ziemlich solides Zeug abliefern. Ja, normalerweise schon, aber da bei Golem haben sie einen Test gemacht. Alles, was Bose auszeichnet, fehlt. Eine Sache nervt uns besonders. Sitz angenehm. ANC rauscht. Ja. Und das will ich beim ANC nicht. Ich will Ruhe und kein großartiges Rauschen. Ein dumpfes Rauschen ist noch okay. Aber es ist als lästiges Rauschen. Mhm. Windgeräusche. Klingt gut, wenn man sitzt, wenn man geht. Schritthall. Oh. Immersive Audio. Keine Ahnung, sowas nutze ich nicht, aber soll auch nicht so gut sein. Und der, der Transparenzmodus, das ist auch etwas, was mich nerven wird. Bei meiner Sony lege ich die Hand so auf die Seite drauf und dann habe ich einen Transparenzmodus und dann hey, wieder was. Soll sehr, sehr stark rauschen. Also. Ui. Das ist nicht gut. Na, eben, also. Kurz das dazu, ist nicht gut. So, aber ich war auch sehr überrascht, dass, wie ich den Test gelesen habe, dass das ja nicht so gut hin hat. Dann haben wir da eine. Pen, wie sagt man da auf Deutsch dazu? Füllfeder. Füllfeder, ja. Okay. Echo Show 8. Wieder ich so MagSafe-Dings. Ja, ich finde den Hoptimist relativ lustig. Ja, Hoptimist schaut cool aus, ja. Part Toy, Part Desk Ornament, All Kitsch. Cool. Dann finde ich, die Tastatur gefällt mir auch relativ gut von 8-Bit. Oh, ist die geil. Die ist der Hammer. Also die ist wirklich, die ist super. Vor allem, du kriegst diesen separaten Controller die mit den zwei Hammer. Riesigen Knöpfen. Die ist Hammer! Ja, die kennst du, die hast du gar nicht gekannt. Nein, die habe ich nicht gekannt. Geil. Oh, ich will es fürs Büro haben. In der Firma, oder was? Ja! Die hassen die, weißt du, wie laut die ist? Ja. Ah ja, gut. Ah, die gibt's nur bei Amazon US, okay, im Moment. Nein, die kannst du ab beim 8-Bit-Store selber bestellen. Allerdings weiß ich nicht, ob es die in Querz gibt. Das wird das Problem sein, ja. Ah ja, schau, da. Aber. Ich meine, du müsstest die Tasten eigentlich tauschen können. Mhm. Nur die Frage ist halt, ob du. Ja, also. Also, ich weiß nicht, ob es in Querz gibt.
Das Teil ist ein Hammer. Famicom Edition, Nintendo Edition. Na, gibt's nicht in Querz. Ja, das ist dann leider mühsam, aber. Boah, die ist Hammer. Okay, ja. Okay, cool. Die ist wirklich cool, ja. Samsung Galaxy S23 Ultra. Ich glaube, da hat es einen Black Friday Deal gegeben, der war sensationell. Ich glaube, die haben da 30% Auf gegeben, was? bei Samsung selber, auf das Ding. Boah, $1000 ist halt schon eine Ansage ohne Steuer, gell? Bist du wahnsinnig, hä? Ja, aber warte mal, das hat. Ja, aber das kostet bei uns, kostet es das ja. Magenta. Nein, 195 Euro. Ja, das ist S23 Ultra ist, wie schon gesagt, das ist das Top of the Line Phone von seinen. Ja. Was hat denn das so eine für, was haben denn Samsung-Geräte für eine Wertbeständigkeit? Ich glaube, hui, gute Frage. Startet bei 1000 der Vorgänger und war zwischenzeitlich für 600 zu haben. Ja. Okay, ja, nicht schlecht. Das, ja, okay. Grasa Sissel Extra Virgin Olivenöl. Aha, Olivenöl. Olivenöl ist immer gut. Ja, Olivenöl ist schwierig. Das ist ein bisschen Geschmacksfrage, ja, welches du Ja, magst. natürlich, natürlich. Aber ja. Kindle Paperwhite. Ja, E-Book ist immer gut. Google Pixel Watch. Mir gefällt das Design. Die Google Pixel Watch, jetzt ganz ehrlich, auch wenn ich nicht der größte Smartphone-Fan bin, ich finde das Design super schön. Das schaut echt brutal schick aus, ja. Also dagegen schaut die Apple Watch richtig Ja, bescheiden es ist ein aus. anderes Bedienkonzept. Die Google Pixel Watch will halt ausschauen wie eine Uhr. Ja, es ist halt eine Uhr, schaut halt in rund immer besser Aber das aus. schaut wirklich nice aus. Ey. Bist du wahnsinnig? Ja, die ist schön. Ich glaube, sie hat aber einen relativ breiten Rand beim Ja, Display, ja. das kann schon sein. Also das ist halt natürlich wieder der Nachteil. Aber sonst ist das Ding sehr, sehr gelungen. Also das muss man, ja, Google weiß schon, wie man was baut. Das kann man sich nicht abstreitig machen. Dann gibt es Fender Play. Okay, irgendwas mit Gitarren. Schätze ich halt einmal, weil Ja. Fender kenne ich nur von Gitarren. Okay, ja. 13 Zoll MacBook Air 2022 um $900. Ja, ist ein schöner Preis. Ja. Guter Preis. Buch. Broadband, The Untold Story of the Woman Who Made the Internet. Of the Women Who Made the Internet. Entschuldigung. Ja. Samsung Galaxy Z Flip 5. Ja, bei den Ja. Flipphones aufpassen, vor allem bei Samsung. Bei einer Arbeitskollegin von mir ist es noch nicht einmal ein Jahr kaputt geworden. Und Samsung hat sich interessiert. Genauso wenig wie A1. Ja, das ja, das ist für mich so ein Grund. Ich meine, wir haben ja schon einmal diese faltbaren Laptops in der Sendung Ja. gehabt. Ich finde die ja viel praktisch. Ich finde ja da das, die Grundidee viel besser von diesen faltbaren Laptops. Aber es ist halt immer dieses große Aber. Du faltest dieses Display auf und zu, auf und zu, auf und zu. Wie lang geht denn das gut? Na, geht nicht lang gut. Das ist genau das Problem, was ihr auch da passiert ist, beim Handy. Es ist einfach irgendwann was kaputt. Und es ist jetzt egal, sie weiß selber nicht, war jetzt dazwischen was drin oder war nichts drin. Allein schon das, dass man drauf schauen muss, dass ja nichts irgendwie zwischendrin sich verkeilt. Oder das, na, bei Notebooks ist es ja noch schlimmer. Handy, sage ich ja, okay, ist gut. Da habe ich Backup, aber ist Backup habe ich auf dem Notebook. Na, vor allem, ich finde ja, das Galaxy Z Flip
insofern komplett sinnlos, weil ich muss es jedes Mal, wenn ich es benutzen will, Ja, es hat außen aufkloppen. wohl ein kleines Display. Ja, aber was tue ich denn da Keine drauf? Ahnung, weiß man nicht. Und das, ich finde ja zumindest das andere größere, was quer aufklappt, hat ja zumindest nur, dass es größer ist, aber ich finde ja das schon sinnbefreit. Gut, ich will jetzt da die Hörerschaft nicht noch weiter überstrapazieren. Die Liste ist ja nochmal so lang wie das, was wir bis jetzt durchbesprochen haben. Ja, die ist elendig lang, ja. Also, Also, ihr kennt doch. es gibt noch Zelda, Tears of Kingdom, noch von 8-Bit und noch ein Receiver, die Meta Quest 3, die Waffelmaker, Dungeons and Dragons. Lassen wir es einmal dabei. Es sind ein paar coole Sachen dabei, ja. Wirklich ein paar coole, Die fancy haben, da Sachen, die ja. Listen ist ziemlich lang, also die ist ziemlich lang, und da seien eigentlich ein paar recht geile Geschichten dabei. Echt cool, ja. Wenn man so drüber schaut, Funky, Retro, Gaming-Konsole, ja, na, es sind ein paar nette Sachen dabei. Die Xbox schaut nice aus. Ist ja Xbox 360. Ja, also es sind ein paar ganz nette Geschichten dabei. Ah, das ist ja Gut, gehen wir quasi ein weiter. Lego, quasi also ein Bauset. Okay. Gut, gehen wir weiter. Bringen wir, Gehen wir machen. weiter. Und zwar, das ist jetzt ein Video zu einem. Ich weiß nicht, du kennst sie. Ich weiß nicht, kennst du diesen Ja, YouTube-Channel natürlich. von Simon. Von Simon Ja, Giertz? natürlich kenne ich die. Kenne ich sie. Okay. Die Ja, okay. Na, Simone. die hat. Die hat. Die hat nämlich was relativ Cooles entwickelt. Auch wieder eigentlich total fad. Aber die hat einen Kleiderbügel entwickelt, den du klappen kannst. Weil sie hat das Bedürfnis halt gehabt, dass das immer so weit raussteht, das Zeug. Und das hat es anscheinend am Markt nicht gegeben. Und sie hat da jetzt, glaube ich, relativ lang rumt, also es steht 3 Jahre, bis sie diesen Prototyp gehabt hat und das dann hat in Masse produzieren können. Ich finde das ziemlich genial, weil es ist super schwer, Produkte oder so wirklich physische Produkte zu produzieren. Also, und ja, den gibt es mittlerweile zum Kaufen. Ich glaube, ich sage sogar im Video, dass das jetzt nur ein reines Minusgeschäft eigentlich ist. Aber es macht halt Spaß. Kann es halt natürlich mit ihren anderen Sachen nicht mehr an querfinanzieren. Wird wahrscheinlich genauso sein, ja. Ja, und dann kann man das machen und wenn es einen Spaß macht, warum nicht? Aber ich finde sowas eigentlich ziemlich cool, wenn Leute wirklich einmal irgendwas machen, was kein komplett, also unter Anführungszeichen Startup, wenn es kein kompletter Volltopfen ist. Ja, warum ja, du hast mir so geschickt damals, Anfang, letzte Woche, glaube ich. Da habe ich gedacht, what? Das gibt's noch nicht? Ich habe mir das auch gedacht. Ich habe zuerst gedacht, was, es gibt noch kein Ding. Ich hab mir gedacht, warum gibt es das noch nicht? Weil die Idee ist eigentlich sowas von naheliegend. Aber es hat es noch nicht gegeben. Ja, es hat es noch nicht Ja, gegeben. Das also ist richtig. wenn ich mal das Video so anschaue mit dem Klopper an Kleiderbügel, es ist eigentlich klar, vollkommen logisch. Genau so soll es ja sein. Aber ja, cool, ja. Ja, also sie hat es dann, glaube ich, nur in Kombination, dass du so dieses Regal oder diesen Hänger, diesen, ja, dieses Gehänge da kaufen kannst. Oder was weiß ich was, wie wir es nennen. Es ist, ja. Und dann ist das halt auch dabei. Er hat Gehänge gesagt. Hihi. So, ich habe mir gedacht, du hast jetzt Niesen. Na, ich habe kurz einmal räuspern müssen. Achso, okay. Es hat nämlich geklungen, als ob das jetzt schlimmer Na, wäre. na, 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 na. Ja, und das ist das. Was anders lustig ist, was man ist mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht, ich bin anscheinend echt alt geworden. Ich habe jetzt etwas in einem, wo war ich denn da? In irgendeinem Supermarkt war ich. Und ich wollte mir das schon lange mal bei Amazon bestellen. Kennst du Scrub Daddy? Wie schreibt man das? Scrub Scrub Daddy. mit Doppel-B und Teddy? Wie ein Teddy? Na, Scrub, weiches Ja. W. Und dann Daddy, einfach Dora, Anton, Doppel, Dora, Y.
Na? Geh mal auf die Website von seinen, dann siehst du es besser. Und zwar geh mal da, weiß ich nicht, geh mal da links unten, der genau den. Und zwar, das ist, ich glaube, das ist echt der beste Putschschwamm, den es gibt. Nicht gleich, weil er auch auf der einen Seite super seltsam ausschaut, aber das Ding hat zwei Eigenschaften. Du kannst den mit heißem Wasser, wird das super weich. Und du kannst dann zum Beispiel, kennst du die Ja, Bialetti-Mokka-Maschine? natürlich. Ich habe da unten diesen Wasserbehälter und ich komme da mit nichts gescheit zum Reinigen rein. Normalen Schwamm. Ja, na, aber und oben ist dann dieser Teil, wo der Kaffee gekocht wird und da ist in der Mitte so, da ist so wie so eine Ja, runde, dieses Rohr, wo der Kaffee, wo das Wasser nach ja, einem genau, durchkommt, dieses ja. Rohr, so. Du kommst da, wenn ich mit dem Schwamm da normal reinfahre, kann ich das nicht gescheit putzen, weil ich kann den Druck nicht aufbauen. Und dieser Schwamm hat mir das jetzt endlich ermöglicht, diese Bialetti von innen vernünftig zu Ich reinigen. hau den Geschirrspüler. Das darfst du Das, nicht. ich hab die Edelstahl. Ah, du hast die Edelstahl. Ja, Ah, du hast die Edelstahl, weil ich glaube, ich habe die Alu. nein, Alu, der schnitt den Geschirrspüler drin. Ja, so. So, ihr habt die Alu und ich krieg das Ding nicht sauber. Und dieser Scrub Daddy hat einen Vorteil, wenn du ihn mit kaltem Wasser sozusagen drängst, ist er steinhart, also ist er bockhart. Und wenn du mit heißem Wasser drängst, ist er super weich. Kannst sogar für Teflonpfanne Ich verwenden. finde das cool, dass der die zwei Augen hat, wo du die Finger reinsteckst zum Drehen. Das meine ich genau damit. Das ist das Geile dran, dass das Ding, vor allem, es ist, ich habe das dann selber daheim probiert, habe mich echt gefreut, den Schwamm auszuprobieren. Habe ihn einmal mit kaltem Wasser bedrängt, dann ist er super wie ein Stein. Und einmal mit warmem Wasser, dann ist er super weich. Und ich mache, das gibt's nicht. Wie funktioniert denn das? Gibt's als Scrub Mummy. Okay. Ja, da gibt es alles. Also das ist. Das ist du hast ihn jetzt in den Einkaufswagen reingetan. Ja, ich sag dir, das ist der beste Schwamm, den du jemals gehabt hast. Er ist zwar nicht günstig und das Beste ist überhaupt nur, du kannst ihn in der Waschmaschine waschen. Naja, dazu nur ganz kurz ein kurzer Einwand, was ich gelernt habe in einem von den letzten Science Busters Podcasts. Ja, wascht Schwämme nicht in der Na, Waschmaschine. generell, um Keime zu töten, braucht man 100 Grad. Ja, Also, das. oder ein sehr starkes Reinigungsmittel. Ja, genau. Also, wenn, dann eher auskochen wie in der Ja, Waschmaschine. das kannst du mit denen aber auch, das ist das Tolle, der macht alles Ja, mit. das ist ein geiles Teil. Also das ist der Hammer. Und es gibt sogar noch etwas, also der, vor allem der ist auch richtig groß, der ist nicht so wie ein normaler Schwamm, der ist wirklich riesig. Cool. Also ganz ehrlich, das Ding ist super. Das ist wirklich, das ist, ja, das, also der Schwamm ist ein Highlight. Also, und der putzt auch wirklich extrem gut. Ja. Overengineering mit Putzschwämmen. Aber ja, cool. Die Idee ist ja schon cool, ja. Cool. Ja, also das nur, ich meine, ist zwar nicht offiziell in die Sendungen drin gewesen, aber mein Gott, was soll's? Aber in die Sendungsnotizen ist er jetzt drinnen. Sehr gut. Also Das Scrub in die Daddy. Kapitelmarken zumindest, ja. Ja, sehr gut, das Scrub Daddy ist drin. Gut, dann kurz von mir, weil ich ja am Wochenende, also jetzt sind wir bei den Spaßpicks und das war ja auch ein Spaß, weil ich ja am vergangenen Sonntag in Wien war auf der Comic-Con, wollte nur mal sagen, ja, aber wenn man jetzt nicht unbedingt Comic-Fan ist oder was auch immer, oder so ein Nerd, anschauen kann man sich's trotzdem mal, was äußerst lustig und interessant ist, sich das anzuschauen. Vor allem, wie aufwendig da die diversen Kostüme und Cosplays sind, also wow.
muss ich schon sagen. Ziemlich cool. Eigentlich noch kurz noch, nur kurz so, nur so gesagt. Also wenn man die Möglichkeit hat und vielleicht im Vorverkauf eine Karte ergattert, die sind ein bisschen günstiger wie das Tagesticket um 40 Euro, oder man, oder wurscht ist die 40 Euro, dann unbedingt anschauen. Also war die Comic-Con war heuer sogar in zwei Messehallen. In der ersten Halle waren halt so die diversen Cosplays, die auf ihre Stände gezeigt haben, was sie halt können, wo du Fotos hast machen können mit Szenen. Zum Beispiel, ich bin auf dem Thron von Boba Fett gesessen, Star Wars natürlich, und ich habe ja die Frisur von Boba Fett. Und wenn ich nächstes Jahr gehe, werde ich wahrscheinlich auch als Boba Fett verkleidet gehen. Also, ja. Ich würde sagen, erfrischend, endlich normale Menschen, war so mein Tenor für den ganzen Tag, weil einfach coole, lockere Atmosphäre und Nerds unter sich. Hat mir richtig Spaß gemacht. Sehr gut, sehr gut. Comic-Con cool. Comic-Con Vorsicht Sam war cool. War cool. So soll es sein. Genau. Mehr gibt es eigentlich nicht dazu. So, man muss, glaube ich, dabei sein. Bei so. Man muss es erleben. So im Nachhinein etwas erzählen. Allerdings als Randnotiz, was ich sehr witzig gefunden habe. Auch der Jugendradiosender FM4 war ja dort und hat eine Bühne gehabt. Und auch das links-linke Medium, der Standard, links-links stimmt eh nicht mehr, ist ja nur ein konservativer Kackhaufen. ja, Bobo-Konservative, mehr senden sie nicht mehr, das sind Bobo-Konservative, möchte gern Weltverbesserer, sag ich dazu. Die haben auch einen Stand gehabt oder eine Bühne. Ist kaum etwas gewesen da auf der Comic-Con, was so schwach besucht war wie die zwei Sachen. Ja, ich glaube, das Anbiedern kommt generell auch bei den Besuchern nicht so gut an. Ich weiß nicht, war es bei FM4 vielleicht war es bei FM4 an manchen Stunden anders, aber am Sonntag, wo ich da war, war da wirklich nichts los. Was mich interessiert hätte, wäre bei FM4 gewesen, das A Talk mit dem Schöpfer von der Gothic-Spiele-Serie. Das hätte ich mir dann wirklich vor Ort angeschaut, aber das war am Sonntag leider nicht zu finden. Und beim Standard war es so irgendwie ganz gefühlt für mich eher Diversität und in Diversität in der Comic-Welt und ich hab's Programm genau überflogen. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, was da war, aber es war niemand da. Ja, ich frage mich, ob das da wirklich so gut hinpasst, weil ja, schwieriges Thema. Vielleicht hinter jetzt die Liste der Standard-AD-Bühne. Standard-Bühne. Vielleicht findet ihr jetzt noch die Themen. Wird. Na, findet ihr jetzt leider auf die Schnelle nicht, was wir vor Programm gehabt haben. Aber ich weiß nicht, dass. Erstens einmal, das ist die Comic-Con. Diverser geht es ja eh kaum. Ich glaube, da muss man jetzt nicht noch eine Bühne schaffen, um darüber zu sprechen, was sich in irgendeiner irgendwo noch großartig ändern muss, weil das ist wie Wasser zum Bach bringen. Weil ich glaube, so eine Themen kann man da besprechen, wo es notwendig ist, dass man sie bespricht. Aber ich glaube nicht, dass die Comic-Con so ein großes Publikum ist für sowas, weil da laufen Menschen verkleidet um jeglichen Couleurs und verkleidet in jeglicher Couleur. Männlein als Weiblein, Weiblein als Männlein. Ich glaube, das Publikum dort ist generell schon sehr weit in jeder Hinsicht sozial gesehen. Das,
Das ist ein Sag mal so, ich habe Punkt. keine Nazis auf der Comic-Con gesehen. Also. Gut, das wird schwierig, das wird jetzt schwierig zu beurteilen von außen. Hey, Nazis verkleiden sich und gehen in den Keller und machen Fotos. Die gehen nicht auf die Comic-Con. Ja, okay. Okay. Die gehen in den Keller. Eieiei. Ja, ist allerdings Ja, wie. es stimmt ja, es ist ja Tatsache. Ja, es stimmt. Es ist so. Das kann man so stehen lassen. Ja, also na, ist aber. Ich finde nach wie vor, es ist 40 € schon nicht günstig für das Tagesticket. Na, ich habe 30 gezahlt. Ich hab so einen Ja, okay. Vorverkauf, also im späteren Vorverkauf mir geschnappt. Ja. Ja, ich hab. Ja. Ich sag so, 40 € fürs Tagesticket, wenn du die nur am Rande damit beschäftigst, teuer. 30 € Ja. fürs Tagesticket, wenn du die am Rande damit beschäftigst und mit der Meute sympathisierst, Naja, cool. 20 €, wenn du absolut kein Tau hast, was dir erwartet. Kein Problem, kannst du zahlen. 20 €, du wirst positiv überrascht sein. ja, ich meine, was ich bei der Comic-Con immer so ein bisschen, was ich so arg finde, ist ja das, für diese Gäste- oder Autogramm- und Fototermine musst du ja nochmal Ja, extra da zahlst zahlen. du sogar nicht wenig, ja. Wollen wir da, ich finde das teilweise echt. Das ist sowas, wo ich mir wirklich denke, ja, Ja, aber okay. das ist ja das Geschäftskonzept, das ist ja der Verdienst, die. Ja, Das ich ist ja weiß, aber das. das ist. Die Sache ist ja die, was dahinter steht. Man holt sich da eine Gäste, man kann aber nicht für die Gäste Unsummen an Geld außen schmeißen. Weil Ja. du holst da halt da ein paar Stargäste und als so eine Nerdmesse, wo er jetzt nicht 40.000 Besucher hast, ist einfach nicht das Budget da, um dir Stargäste zu holen. Jetzt wird das halt so gemacht, du zahlst halt für die Stargäste kostenlos Ski und die kriegen vielleicht noch ein Honorar. Alles andere ist halt noch ein darüber finanziert mit einem gemeinsamen Fototermin und einem Autogramm. Dann Ja, zahlt nur der es auch will. Sonst zahlt die Comic-Con alles. Und dafür kosten die Tickets halt noch 100 €. Also ich finde den Ansatz eigentlich eh fairer. Weil es zwingt die keiner, ein Autogramm zu holen oder ein Foto zu machen. nein, Und nein, das zwingt die will keiner, es, aber ich ja, ich würde das ja weiß, nicht das machen wollen. Beim einzigen, wo ich das machen würde, wäre der Patrick Stewart. Da würde ich hingehen. Captain, Picard, komm her, Foto. Ja, nein, ich weiß schon, Patrick Du Stewart schon, kennt aber man, die ja. Hörerinnen nicht. Okay, sie kennen wahrscheinlich sich besser bei Star Trek aus als du. Okay, Challenge accepted. Also wenn jemand das herausfordern will, in Clemens, bitte. Gut. Ja, ist okay. Also ich glaube, ich war noch nie da. Nein. Ist sehr gut. Ist okay. Aber wenn dir mal ein Ticket unterkommt, günstig, Empfehlung, weil es ist echt spaßig. Aber Okay. möglicherweise habe ich meinen Schnupfen vom Sonntag. Das kann gut sein. Das kann ganz leicht sein. Ist halt ein Nebeneffekt, ja. Ich habe da einen Spaß-Pick, und zwar ein Video vom Lou Rossman. Und er hat ein nettes Video zu der Sache gemacht, dass du eigentlich bei sehr, sehr vielen Services und Dienstleistungen und Produkte oder iServices und Software oder ja, in die Richtung wie Netflix, dass du eigentlich immer der Glackmeierte bist, wenn du quasi die Abo-Gebühr zahlst. Weil dein Ding ist schlechter, als wie wenn du es illegal als Raubkopie dir holst, dein Service. Weil er hat zum Beispiel da so schön gesagt, er wollte was schauen, dann hat er sich Netflix geholt, er hat das 4K-Paket bezahlt, hat aber nicht 4K geliefert bekommen.
Ja, das ist oft so, ja. Weil er sich, weil er es gesagt hat, er wollte nicht diese proprietäre App, so dass ich es rausbringe, diese proprietäre App von Netflix verwenden soll. Er wollte es einfach im Browser schauen. Im Browser liefern sie Da quasi ihr liefert aber Chaos, ja. Netflix. Ja, und dann hat er noch andere Beispiele einfach genannt, wo man sich dann als Firma auch nicht wundern muss, wenn Leute das Ganze als Raubkopie sich holen. Weil, wenn es einfacher ist, die Raubkopie mir zu holen, als bei einem Provider oder bei einem Dienstleister einen vernünftigen Service zu kriegen, ja, warum soll ich ihn dann dafür zahlen? Die Frage ist für mich, die Frage, die sich da für mich stellt, ist es einfacher, eine Raubkopie zu holen? In die meisten Fälle würde ich wahrscheinlich sagen, ja. Wie? Wo? Ich weiß, wir dürfen da jetzt keine Tipps geben und so weiter, bla bla, Nein, 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 also, also ich glaube. aber aus meiner Zeit früher, bevor Netflix und Amazon Prime, bevor es das gegeben hat, war mein Ansatz der: Ich fahre ins Geschäft. Hol mal eine Paysafecard, schnapp mir einen Uploaded TO-Account, drei mir auf irgendwelchen unsinnigen, komischen Filmbörsen um, kopiere mir den Link in meinen J-Downloader und warte, bis der Computer alles runtergeladen hat. Entpack die Files, schieb die auf meinen File-Server, Ja. aktualisiere bei mir in Is Media Center, dass es sich die aktuellen Files holt und indiziert und start. Ja, ich versteh die. Das war früher, ja, war das viel, viel, viel komplizierter. Nur heutzutage ist das blöd gesagt, wahrscheinlich, wenn du es willst, mit 5 Klicks Das erledigt. heißt, ich stream das. Das ist ja, also wie das halt so ist heutzutage. Also, ich empfehle es jetzt keinem, also ich sag's dazu, holt sich keine Raubkopien. Aber man braucht sich nicht wundern, dass Leute quasi, wenn du sie vor die Wahl dann irgendwann stellst, dass sagst du, ja, okay, zahl mir $20 im Monat und du lieferst mir nicht das, was du versprichst, oder ich hole es mal auf die illegale Art und Weise und kriege meine, was wird passieren? Ja. Leute werden sich ein 4K-Video nachher einfach auf den Weg holen, wo es am schnellsten geht. Ja, okay, Also, ich meine, ich habe jetzt schon lange Netflix nicht mehr benutzt und ich muss sagen, was ich mich noch an Netflix erinnern kann, auf der App was zu finden, ist ja auch zum Speiben. Wenn es nicht gerade populär ist oder neu rauskämen. Weiß ich aber nicht, ob also, das noch immer so ist. ich nutze Netflix am Fernseher im Wohnzimmer und bei mir da am Fire TV Stick. Wenn ich was suche, tippe ich es halt ein, kriege einen Vorschlag und schaue es mir an. Ob das jetzt ein Full HD oder 4K Kimp, ist mir bei dem Sitzabstand relativ wurscht. Ich verstehe dich schon, nur halt, wenn du das 4K-Paket kaufst, wäre halt super, wenn du 4K geliefert kriegst. Das schon. Ich habe auch kein 4K-Paket, glaube ich. Ja, Also nein, von ich dem sag, her ist es eh wurscht. aber es geht halt um das Grundprinzip, Ja. wenn ich was kaufe und sag, Dann will ich es haben. Dann will ich es haben. Egal, wie ich es konsumiere, ja. das ist halt, es geht ja um andere, sagen wir, Softwarepakete, wo du sagen musst, es kann ja nicht sein, dass du einer Firma was zahlst und es bei dir schlechter läuft, weil du es legal kaufst, als wie wenn ich es mir anders besorge. Ja, das stimmt schon, ja. Weil ich meine, wir kennen es von alle, zum Beispiel Office 365. Wenn ich keine Internetverbindung habe, kann ich mein Office-Paket nicht aufmachen. Das ist ja wohl eine lokale Anwendung, oder? Ja, das ist eine lokale Anwendung, nur der prüft halt jedes Mal, ob das quasi passt. Ah, okay. Ja, dann ist blöd. Ich meine, das kann nicht sein, wenn man jetzt während dem Arbeiten die Internetverbindung ausfällt, würde es egal sein. Aber ich glaube, wenn ich es beim ersten Mal starten, checkt der das. Also, und das sind halt so die ganzen Geschichten, wo dann sagen musst, ja, also wenn
du als Firma Kunden, die bezahlen, schlechter behandelst als wie die, wovon du kein Geld kriegst, das ist dann irgendwie ein bisschen sinnlos. Ja. Aber gut, das ist ja bei vielen Ja, Dingen sicher, mittlerweile ja. so. Also das fängt ja von Software an, geht bis zu was weiß ich was. Ist zum Beispiel auch, wie du das Beispiel gesagt hast, mit dem Klopfphone von Samsung. Normal wäre ja eher gescheit, dass sie würden bei Leuten, die so eine Vorreiterrolle einnehmen, dann kulanter sein, was die Reparatur von dem Gerät Ja, angeht. natürlich, ja. Weil diese eine Kollegin wird sich nie mehr so ein Telefon kaufen. Na, glaube ich nicht. Und die wird sich auch kein Samsung-Telefon mehr kaufen. Doch, das hat Hui, die ist treu. sie. Du weißt, Weil ich wie das ist, wenn man sich einmal an das User Interface und auch an das Ökosystem gewöhnt hat, dann und weiß, was dabei ist und was man kriegt. Ich habe mir auch zweimal hintereinander ein LG-Phone gekauft, obwohl das erste LG hardwaremäßig Kacke war. Also, ja, man ist halt treu, aber sie kauft sich halt kein Klopfphone mehr, ja. ist ja zumindest schon das. Also Klopfon wird die sagen, na, ist für mich erledigt das Thema. Zumindest fürs Erste, ja, definitiv, ja. Ja, ist hast schon einen Kunden wieder verloren und das ist sicher nicht gleich einmal Ja, passiert. genau. Also fassen wir zusammen, man soll sich keine Raubkopien holen. Das ist okay. Ich verstehe ja das, dass Firmen viel Geld dafür aufwenden, um Produkte zu entwickeln oder Serien zu entwickeln. Nur halt, man darf sich halt dann auch nicht wundern, wenn Leute oder sie konsumieren es gar nicht mehr, dass sie einfach sagen, mir ist es jetzt wurscht. Ja. Ist ja bei Computerspielen auch so. Stimmt, ja. Wenn du zum Beispiel, welches Spiel ist denn eigentlich nicht verpackt am Anfang rausgekommen? Ich weiß nicht, ich hab's Assassin's Creed, glaube ich, der Day One gehabt und die sind zwischendrin wohl eine Patches kommen, aber mir wäre eigentlich im ganzen Spiel nicht was aufgefallen. Also. Okay, ist okay, weil normal ist Kann ja sein, so. dass es im ich kriege die Patches ja nicht unbedingt, also nicht mit, aber. Weil es ist ja sehr häufig so, dass gerade bei diesen großen Spielen am Anfang das als kompletter Bug rauskommt. Ja. Und da denkst du dann, ja, okay, und für das habe ich einen Vollpreis Ja. gezahlt. Nein, natürlich. Oder Safe Ein stand Beispiel korrupt ist, oder eine Quest lässt ja, sich nicht lösen. zum Beispiel, ein klassisches Beispiel wäre Cyberpunk. Ist verpackt rauskommen. Leute haben den Vollpreis gezahlt. Mittlerweile habe ich ein perfektes Spiel und zahle weniger. Ja, jetzt wieder, also in die Aktionszeiten. Ja, sonst der Normalpreis ist immer noch 60 €, ja. Aber ich sage jetzt als Beispiel, du bist bestraft dafür worden, dass du es als Erster gekauft hast. Ja, definitiv, ja. Und dann braucht man sich nicht wundern. Ich meine, ich bin nur immer überrascht, wie viele Leute Spiele vorbestellen. Ja, das Weil ich mir definitiv, denke, ja. Hey, es ist einfach mittlerweile die Regel ist, die meisten Spiele seien am Anfang komplett verpackt. Ja, definitiv, ja. Und das stört halt auch. Ja, das leider so viel dazu als Spaßpick. Weil wir heute ja schon einmal mit der Simone Frauenbauer gehabt haben. Hier haben wir nochmal was und zwar, wie heißt sie? Scheiße, ich vergesse den Namen immer. Man kennt sie. Es, ABC TV ja, man and kennt sie. iView. Man kennt sie. Die Kirsten Drysdale. Ja, genau, so heißt Kirsten Drysdale. Man kennt sie möglicherweise. Jedenfalls, die haben sich einmal angeschaut. Du kennst das, oder? Du kennst diese Spam-Checkboxen, wo man anklicken muss, I am not a robot. Ja. Genau. Früher hat man ja merkwürdige Captchas lösen müssen. Rechenaufgaben, Buchstaben richtig interpretieren, zusammenzählen, 3 plus 1 ist 4 und so eine Sache. Oder seine komischen Buchstabenkombinationen lösen. Irgendwann haben wir es ja nicht mehr geschafft, weil wir es ja nicht mehr haben entziffern können. Die waren super, die Dinger. Ja, Ja. die waren. Na, ich meine, ich hasse ja auch diesen Scheiß, was sie jetzt anhaben, dass du klicke alle Ampeln an, klicke alle Fahrräder an. Genau. Weil dann hast du immer so den.
den internen Konflikt, ist das Feld jetzt noch ein Vorrat oder ist das leider ein Viertel Vorrat oder ist es kein Vorrat mehr? Es ist, und das gibt jetzt da in dem Video auch, zu sprechen, es ist ziemlich wurscht, was du in dem Fall machst. Ob Super. du es jetzt anklickst oder nicht, das Feld, wo noch der Kotflügel vom Radl drauf ist, ist irrelevant. Du kannst es machen, du musst es nicht machen. Und wenn dein innerer Schweinehund sagt, das gehört noch dazu, klick's an. Ja, es ist bei mir, bei den Dingen, weißt du, was bei mir witzig ist? Ich habe langsam wirklich das Gefühl, ich bin ein Roboter. Weil ich muss das immer zweimal machen. Oder dreimal. Ah, okay. Dann bist du vielleicht noch nicht so in der Falle gefangen, wie das I'm not a robot im Hintergrund eigentlich wirklich funktioniert. Okay, super. Also das heißt, ich bin special. Immer, ja. Was nämlich Google noch macht, und es ist auch in den Datenschutzbedingungen zum Capture definiert, nur das Capture analysiert schon, bevor du überhaupt dazu kommst, die Datenschutzbedingungen zu lesen. Nämlich nicht nur, dass sie drauf schauen, ob du das jetzt auch wirklich korrekt lösest. Sie schauen auch, wie sich dein Mauscursor bewegt. Google analysiert das nämlich gleich, weil a Robot wird gerade umgefahren, eine gerade Ah, Linie. ja, ich Du verstehe, ja. forsch relativ Nicht gerade. zielgerichtet, aber trotzdem in den Bewegungen erratisch. Du hast immer ein leichtes Ja, Ding. Das klar. heißt, das ist schon einmal die eine Funktion, die Google verwendet, im Hintergrund zu analysieren, ob du jetzt Spam-Bot bist oder nicht. Zweitens, was Google noch macht, wir hinterlassen ja alle so viel Cookies. Google analysiert deine Browser-Historie und die darin hinterlegten Cookies. Erstens einmal, ob du den Dienst schon einmal vorher verwendet hast oder generell Google-Dienste verwendest. Sehr Und gut. das zusammen ergibt dann, na, du bist kein Roboter. Ich finde es leicht. Du willst jetzt sagen, du findest es datenschutztechnisch leicht bedenklich. Leicht. Na, das kannst du so nicht Leicht sagen. Google schwierig. ist immer gut. Ja, jedenfalls so funktionieren die Captchas. Und die geile Sache ist ja, du kannst die Datenschutzbestimmungen ja nicht einmal lesen, ohne dass du mit der Maus oben forschst, wo im Hintergrund eigentlich schon analysiert wird, bist du eigentlich ein Bot oder nicht. Das heißt, Daten fließen schon, bevor du überhaupt dazu kommst, das zu lesen. Gut, ich glaube aber, diese Angewohnheit haben sehr, sehr viele von diesen großen Firmen, dass sie das gern in die Richtung machen. Ja, natürlich, ja, aber. Also, das ist immer sehr, sehr interessant, aber ist sehr, sehr spannend zu wissen. Also jedes Mal, wenn du jetzt das Rätsel löst, kannst du denken, ach, die haben mich eh schon analysiert. Ich klicke jetzt einfach auf den Feuerhydranten statt aufs Vorradl. Das werde ich ausprobieren, ja. Na, wahrscheinlich wird es dann fehlschlagen, aber ich glaube, das ist nur das Wiegen in falscher Sicherheit, dass wirklich von der Korrektheit des Bildklickens ausgehen. In Wirklichkeit haben sie im Hintergrund schon ganz andere Sachen, um die als Menschen zu verifizieren. Ja, das ist, ich werde es aber wirklich einmal jetzt bewusst Ja, ausprobieren. mach das mal. Finde ich spannend. Ja, ist interessant. Gut. So, bist du noch Ja. da? Okay, also da ist nachher noch, das habe ich eh unter Lesepicks reingetan. Genau. In Amerika kommt sozusagen die Drive-Through-Mentalität wieder viel, viel mehr zum Vorschein. Und es ist mittlerweile so der Riesentrend zum Auto durch Covid und dass du alles bei einem Drive-Thru abholst. Also, da sind zum Beispiel in den Artikeln sind Bilder drin, wo du einen Taco Bell siehst mit 1, 2, 3, 4 Spuren, wo Autos gleichzeitig Sachen abholen können, das mit so einem Essenslift runtergebracht wird und was weiß ich alles. Man sieht da auch ein Bild, wo man beim Starbucks einen Kaffee abholt.
Ja, also alles. Das ist komplett, das war, glaube ich, vorher schon, aber mittlerweile geht es sogar so weit, dass so Fastfood-Läden und so ganze Restaurants anfangen, Plätze zurückzubauen und mehr für Drive-Thru zu investieren, weil das mittlerweile so einen Boom erlebt. Gut für die Umwelt. Super für die Umwelt. Die Amerikaner sind ja Vorreiter in Save the Planet. Ja, und das wird anscheinend, also dieser Trend ist ungebrochen. Also das wird teilweise, da ist zum Beispiel eine Studentin, die sagt, sie holt sich 8-mal die Woche Sachen von so einem Drive-Thru. Ich bin gerade leicht erschüttert. Ja, ich war auch erstaunt, dass ich das gelesen habe. Ah, und wie sie alle mit ihren Kleinwagen da beim Taco Bell stehen. Ja, der eine da sozusagen, der was da von links an der dritten Säule steht, ist für amerikanische Verhältnisse ein Ja. Kleinwagen. VW. Okay. Also ja, leider, dass man das habe ich mal gedacht, okay, spannend. Ich finde das Aufzugssystem finde ich wiederum ganz witzig, ja, aber trotzdem. Ich kann mal, ohne Schmäh, ich glaube, ich habe in meinen. Wie oft habe ich immer was du bei sowas abgeholt? Ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen. Also das Einzige, wo bei uns quasi Drive-Thru gibt, das ist eh Meckes, oder? Also in Lienz jetzt ja, in Lienz sicher, aber ich wüsste auch sonst nicht, wo ich das jemals gemacht habe. Also, Großartig. ich auch nicht und ich kann mir, ich glaube, ich habe das wirklich nur bei McDonald's gemacht und ich glaube, ich kann das an zwei Händen abzählen. Ich kann das echt an einer Ja, abzählen, weil selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwo wäre, wo ein McDonald's ist, obwohl ich da auch selten ja. hingehe, also ich glaube, ich würde mich da immer einsetzen und drinnen Naja, essen. eine Sache ist schon bei McDonald's zur Mittagszeit oder da, wo die Schüler Freilauf haben, würde ich nicht reingehen. Da fahre ich lieber durch den Drive-Thru und hol's mir und vor. Aber Ja, sonst, okay. das, und wie oft gibt es mein Leben vor? Einmal ist Ja, Jahr oder nie. zwei oder alle 2 Jahre? Also keine Ahnung, na, also für einen Kaffee würde ich nicht durch den Drive-Thru fahren. Also das würde ich mal auch nicht. Also schon gar nicht für einen Starbucks-Kaffee. Na eben, das gibt ja, man muss es mögen. Ist nicht mein Geschmack. Ist mal zu süß. Obwohl, es gibt einen, ich meine, Cold Brew kennen es ganz gut bei Starbucks. Also Ja, und Cold Brew, das kennen sie. der ungesüßte Amerikaner ist auch okay, aber das war's dann. Ja, das kriegen, also das ist das Problem. Leider Ja. wie heißt Spicy Pumpkin Latte oder was weiß ich was, boah. Na, nee. Geht nicht. Gut. Dann kommt jetzt der Werbeblock, oder? Also ich mache jetzt nur ganz dreist Eigenwerbung für mein Substack. Also wo ich Leute Blödsinn niederschreibe. Das sind einfach meine Gedanken in abstruser Form niedergeschrieben. Ohne große Ja. Leidenschaft. Also es kann jeder abonnieren und mitlesen oder nicht. Es ist egal, aber ich immer auch die bewirb's einfach einmal. Deine Ode an das Fußbad habe ich sehr unterhaltsam gefunden. Danke, das hat mich gefreut. Ja, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ja. Na, Alex macht das gut, ja. Schön geschrieben, ja. Also ich meine, es ist so, ich könnte natürlich viel, viel mehr Zeit noch reinstecken, um den noch weiter zu verfeinern, aber das wird dann wirklich echt Arbeit werden. Weil ich stecke so schon die Woche 2 Stunden rein. Wo ein neues Substack, was? Na, es war der Spaß. Ach so. Also ich stecke vielleicht in einem Artikel pro Woche. Ja, in einer Stunde muss ich rechnen. Also ich schreibe einen Artikel pro Woche. Ja. Ich habe
ist ein bisschen ein zwangsmäßiges Ding, das ich schreiben muss. Na, ich finde das sehr gut. Ich habe jetzt auch damit wieder. Jetzt kommt die dreiste Eigenwerbung für Clemens sein Blog. Na, ich finde auch, seit ich nichts mehr Facebook, Instagram und wo da immer, wo man irgendwo irgendeinen Scheiß postet oder irgendeinen blöden Kommentar schreibt, habe ich jetzt eigentlich auch wieder angefangen zu bloggen. Und meiner heißt Murksen.at, also Murksen vom Murksen. Ja, das ist nett. Ja, und da alles, was man so vor die Füße fällt, verblogge ich da kurz und schreibe einen Kommentar dazu oder schreibe irgend so merkwürdige Kurzgeschichte, so wie das, so wie mein Kommentar zur Comic-Con. Ja, vor allem, um was es mir ergangen ist, ich habe irgendwie so die Schnauze voll von diese extrem kurzen, sinnlosen Sätze für Social Media, wo alles immer Call to Action sein muss, alles muss immer, ja, leider drei Wörter bitte. Genau. Na. Und ich denke mir einfach, boah, ich kann nicht einmal ein Satz einfach komplizierter Ja, sein. und am Beistrich haben oder am Ja, Bindestrich, ja. es ist wirklich so, wo ich mir echt denke, also es ist okay, wenn irgendwas einmal auch länger Bin ist zum ja Lesen. ganz bei dir und deswegen mache ich das bei mir da genauso. Da ist in dem Murksen ist eigentlich alles zusammengewürfelt, sei es irgendein Kommentar zu Elon Musk oder zu irgendeiner Entwicklung in Polen oder zu dem lustigen Ding, wo sie in Ungarn einen Holzsteg für ein Baumkronen-Dings gebaut haben. Also du ein Holzsteg, dass du auf Baumkronen gehen kannst, über Baumwipfeln gehen kannst. Sie haben aber nebenher alle Bäume, die dort waren, gefällt. Und jetzt steht einfach ein Ja. Holzsteg. Sinnlos in der Gegend tun. So eine Sachen schreibe und, oder Kurzgeschichten oder ja und einfach einen kurzen Kommentar und fertig. Und du machst das genauso, das gefällt mir. Ja, ich Hammer mach's schön. halt bei Du machst Substack. halt bei Also, ich Substack. mach's. Ich meine, falls jetzt jemand fragt, was Substack ist, wie beschreibt man das am besten? Ich hab's ehrlich Es gesagt ist so nicht gekannt. eine Mischung aus Newsletter und Mikroblog. Mikroblog, wo halt Substack dir das übernimmt. Also das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt bei mein Ding wenn du das abonnierst, kriegst du, wenn ihr einen neuen Artikel schreibt, kannst du es einerseits auf Substack lesen oder du kannst es einfach als E-Mail Ja, lesen. genau, ja. Ah, da ist es ja. Oder an das Fußbad. Ja, also. Die Busfahrt. Der ist mein Lieblingsartikel. Aber es soll nichts heißen. Nein, na, cool. Also, das ist halb. Also, wenn jemand will, kann er da mitlesen. Wenn nicht, ah, Ah, egal. egal. Gut. Ja, dann haben wir das auch wieder. Ich schau gerade auf die Zeit, gell? Ja. Dafür, dass wir jetzt gesagt haben, wir tun unseren Rhythmus ein bisschen verkleinern, haben wir jetzt trotzdem wieder knapp 3 Stunden. Eigentlich müssten wir die 3 Stunden. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist bei uns so, ich weiß, das scheint so dieser Fluch zu sein. Es ist zwischen 2,5 oder 2 und 3 Stunden fertig. Ja, es ist egal, was wir Also machen. Ich glaube, wenn wir nur ein Thema hätten, würden wir von Hundertsten ins Tausendste kommen. Also. es würden fix 3 Stunden werden. Ja, also, die haben wir jetzt so gut wie. Daher. Ah. Ja. Machen wir noch eine Folge vor Weihnachten? Natürlich, natürlich. Also ja, eine Weihnachtsfolge, also eine Weihnachts-Special-Folge muss sein, oder? Ihr könnt uns schon darauf vorbereiten, dass so um den. Auch der Dezember war eigentlich ein guter Tag, da ist Feiertag, da können wir ruhig wieder aufnehmen. 8. Dezember. Ja, gut, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ja, das stimmt, das ist eigentlich wirklich gut. Ja, das ist gut. Gut, ja, passt. Ja, das. Nein, das ist okay, weil dann haben wir das, weil danach, ne, gehe mal davon aus, machen wir sowieso ein bisschen eine Pause, oder? 22. Dezember.
Vielleicht auch noch eine Woche, 2 Wochen später. Also Ja gut, dann ist aber danach werden wir wahrscheinlich, ja eigentlich, dann können eigentlich wir. können wir eigentlich können wir noch am 5. Jänner wieder aufnehmen. Ja, eigentlich heuer geht sich das echt aus, das Ja. stimmt. Nein, ich, Das ist witzig. weil Das ist ja lustig, dass ich immer gedacht, das geht sich gar nicht aus, aber ja, Jawohl. es geht sich Also, aus. ich glaube, vor Weihnachten haben wir zumindest noch eine Folge, wenn nicht sogar zwei, ja. Ja, das wird, und dann können wir eigentlich danach nahtlos weiter tun am 5., ja. Ja, also bei mir spricht nichts dagegen. Du hast gleich Familie, da, also du hast Zeit. Ja, ich nehme ja eh auf, wenn alle schlafen. Also von dem her, Echt oder was? zuerst gibt der große Zwerg, lege ich den ins Bett und bring, ja, und dann gehe ich aufnehmen, ja. Das ist Und um den vorbildlich. kleinen Zwerg muss ich mich jetzt noch nicht so großartig kümmern, weil der macht noch nicht viel. Das ist so, Das das ist so, stimmt. ja. Also von dem Ja, her. okay. Ich verstehe es. Gut. Ja, na, dann behalten wir das so bei. So, jetzt glaube ich, machen wir die, leiten wir die Verabschiedung ein. Ja, ciao. Und ciao und tschüss.